Freitag, der 13. Einen wunderschönen guten Morgen. El Supremo Dr. Klopirat Enduro. Moin, moin, ihr Lieben. So, dann mal ein bisschen rumstellen. So, da sind wir jetzt in groß. Da können wir, glaube ich, Pause machen und dann können wir gleich das Spiel starten, beziehungsweise, ja. Ich habe so den Eindruck, es ist immer schlimm, ich habe immer den Eindruck, ich habe was vergessen. Und Gathers, danke für den Follow. Habe ich gar nicht mitbekommen, Entschuldigung. Ich war mir noch einen Kaffee holen. So, am Freitag, der 13. Also, heute gibt's was Beschauliches, was Gemütliches. Was zum Entspannen und zum Genießen. Ich habe mir überlegt, da geht das mit jetzt spielen. Das ist ja wieder neu. Na, hat er das Spiel? Ja, da ist es. So, und zwar, ich habe mir ein bisschen überlegt und geguckt, was könntest du machen. Und das Spiel habe ich auf meiner Liste. Ist ein ganz knuddeliges Spiel und es ist was zum Entspannen. Also nach dem gestrigen... anstrengenden Tag mit World of Warships. Teilweise auch anstrengenden Themen. Ach, neuen anstrengenden Themen und teilweise auch wieder anstrengenden Themen, die ich glaube immer wieder beim Patch Day kommen. Entschuldigung, wenn wir kurz über World of Warships sprechen, muss da noch ein paar Sachen loswerden. Wieder so dieses Mimimi, Matchmaking blöd und das kannst du so nicht sagen und ach, es ist schwierig, sich daran zu gewöhnen. Wollen wir mal ganz ehrlich sagen. Also man gewöhnt sich irgendwann dran, aber besser wird es auch nicht. Und da ja. Und der eine oder andere wird da ja auch die Entwicklung mitbekommen haben bei World of Warships. Machen wir da ganz schnell den Deckel drauf. Und nach dem ganzen Theater habe ich dann heute, habe gestern kein Spiel rausgesucht, was ich heute zocken will. Ich meine, das machst du morgen früh. Heute aufgestanden, Sonne scheint, Kaffee ist da, wunderbar. Er ist noch sehr heiß. Und dann habe ich meine Steam-Bibliothek aufgemacht und dann, oh, guck mal da. Haven Park hast du ja auch noch, relativ neu rausgekommen. Ist so ein knuddeliges Spiel. Kriegen wir vielleicht sogar an einem Tag durch und dann habe ich mir gedacht, komm, das ist doch genau das Richtige. Was Knuddeliges zum Entspannen heute am Freitag. Und das machen wir heute. Es gibt auch Bonds morgen. Und das Ganze ist jetzt... Achtung, jetzt müsst ihr euch festhalten. Der Onkel spielt mit Controller. Ja, ich kann es mit Controller spielen. Also, es wird fantastisch. Insofern freut es mich, dass ihr da seid. Und dann hoffe ich, dass wir gemeinsam ein bisschen Spaß haben. Das Spiel, wie gesagt, ein bisschen genießen, ein bisschen erkunden, ein paar Aufgaben machen, ein paar lustige Momente erleben und wir werden dann bestimmt auch Zeit haben, wenn noch irgendwas anderes sein sollte, links und rechts, auch wenn es angebracht ist, andere Themen zu besprechen. Überhaupt kein Problem. Wir haben heute alle Zeit der Welt. In dem Sinne. Das ist... Ich habe extra sogar den Ausrufezeichen Spiel mal wieder aktualisiert. Haven Park. So, ich lese mal den Klappentext vor. Sei Flint, das ist der kleine Vogel, den werden wir gleich noch genauer sehen, der sein Bestes gibt und den Park seiner Oma. Deswegen habe ich heute das Feierbärchen, das Partybärchen da. Wieder zu dem zu machen, also den Park seiner Oma, was er einst war. Höre auf die Wünsche deiner Camper. Ja, ist dann auch so. Und baue, was ihre Herzen begehrt, um noch mehr schräge Charaktere in den Park zu bringen und drollige Konversationen und Quests zu erleben. Das ist das, was das Spiel macht. Ich habe es nur mal ganz am Anfang kurz gestartet, kurz getestet. Wie immer der Hinweis, wenn es ein bisschen an der Lautstärke irgendwas sein sollte. Wir haben einmal Musik und Sound. Also könnte ich noch ein bisschen lauter machen, aber ich lasse es erstmal so. In der Hoffnung, dass es so funktioniert. Und Waven, guten Morgen. So, speichern und schließen kannst du auch.
Navel, guten Morgen, moin. So, das Ganze ist ja von einem kleinen, also man sagt ja von Indie-Entwicklern. Das hat, glaube ich, eine Person alles hier gemacht, Haven Park. Jetzt kommt, Achtung, gefährliches Halbwissen. Und gibt es irgendwie für ein paar Euro. Es ist neu rausgekommen, bin ich irgendwie wieder mit gelobt sei die GameStar, die machen ja immer die, die wöchentlichen Videos, wenn es dann immer darum geht, es kommt immer Samstag raus. Kann ich eben empfehlen. Also dieses GameStar-Video, was Samstag immer da ist, geben empfehlenswert, weil dann kommen die Highlights der letzten Woche. Da sagen sie nicht alles, was letzte Woche gekommen ist, aber so die Highlights. Dann werden so zwei Spiele vorgestellt. Dann sagen sie immer, was kommt die nächste Woche. Und dann kommt dann immer noch, welche Spiele gerade gratis sind oder am Wochenende. Steam macht das ja immer, dass dann bis Montag Spiele frei zur Verfügung sind. Kann ich eben empfehlen. Dann bleibe ich auch immer ein bisschen auf dem Laufenden. Das ist immer so meine Quelle. Und ja. Da ist mir das über den Weg gelaufen. Habe ich gemeint, das sieht putzig aus. Und dann machen wir das mal. Gut. Wenn ich mir überlege, was das wieder für ein Sprung ist, ne? Von was hatten wir The Ascent am Mittwoch? Am Dienstag City Gangsters, gestern World of Warships. Und heute Haven Park. Also volle Bandbreite diesmal. Gut, wollen wir ein bisschen loslegen? Seid ihr bereit? Ja, ne? Gut. Auf geht's. Spielen, neues Spiel. Warte mal, ich gucke immer mal so ein bisschen auf den Equalizer wegen der Lautstärke. Gut. Kommt bei dir auch Back for Blood? Weiß ich nicht. Du, bei mir ist nichts auszuschließen. Also das Einzige, was ich ausschließen kann, aber da tut ja jetzt Twitch auch was, das ist ja... hier so Slotschmaschinen und Casino-Games. Sowas mache ich nicht. Bei allem anderen wäre ich offen. Wenn ein Spiel, das ist so wie mit Musik. Wenn ein... Also ich höre ja auch querbeet. Also ich höre jetzt nicht alles, aber... wenn ich Bock auf Rammstein habe, dann... Jetzt nur mal so als Beispiel, dann sowas ja auch cool. Ja? Manchmal habe ich Bock auf Techno oder... Dich Haus oder so. Ist ja auch in Ordnung. Manchmal höre ich einfach nur Pop. Ja. Schlager, auch mal, warum nicht? Ja, oder mal Rock, wenn du sagst, ey, mal wieder einen guten Bruce Springsteen oder so. Also, und so ist es bei Spielen ja auch. Mal hast du Bock auf was Gemütliches. Da habe ich heute extremst Bock auf was Gemütliches. Und manchmal darf es auch Kettensägen-Massaker Teil 3 sein. Insofern, ja. Hat da auch was mit U-Booten? Dünnes Eis, mein Lieber, ganz dünnes Eis. Ja, habe ich. U-Boot, das Game. Ja. Ne? Insofern, das ist immer, es tut mir dann immer so leid, wenn es Leute gibt, die, ich höre auch klassische Musik. Ich gehe auch mal, also jetzt in letzter Zeit eher nicht mehr, aber ich war auch schon ein paar Mal in der Oper. Ja, ich finde das immer so schade, wenn es so Leute gibt, die sich halt nur auf eine Musikrichtung versteifen. Egal, was es ist. Ja. Egal, ob du, nur Metal ist das Wahre und die nur Metal hören. Geht Insert Musikrichtung jetzt. Das kannst du auch machen, wenn es da Leute gibt, die dann nur Techno hören. Ist doch, eigentlich ist traurig, oder? Also wenn man immer sich nur so, das ist so wie Schnitzel. Schnitzel mit Pommes schmeckt gut, aber jeden Tag Schnitzel mit Pommes ist irgendwann auch langweilig. Darf es auch mal was anderes sein, oder? Naja, und genauso handhabe ich das bei Spielen. Klar habe ich meine Spiele, die ich häufiger spiele oder Richtungen, die ich eher mag. Aber ansonsten querbeet, ne? Ritt der Walküren. Du wirst lachen, also es ist den gesamten Ring da jetzt nicht an einem Tag, aber Rheingold mit allen drum und dran und hinten alles habe ich schon gehabt. Da saß ich dann auch mit dem Reklamheftchen, damit man dann auch den Text versteht. Ja, was die da singen. Ja, klar, Lorel. Ja. Genau, verpasst man vieles, ja. Ne? Das ist generell im Leben immer etwas... Links und rechts die Augen offen halten, mal offen sein für andere Dinge.
Und es gibt nichts Schlimmeres als, und dazu tendieren ja die Leute, und da ecke ich ja mit manchen Leuten an, beziehungsweise betet dann ja, oder nicht beten, also sagt dann ja gerne, dann dürfen sie weitergehen. Das führt dann meistens immer dazu, dass diese Person dann immer aus ihrem sehr kleinen, minimalistischen Denkbereich, den sie haben, alles andere, was links und rechts ist, dann immer mit einem wissen das kommentieren. Und das ist dann etwas, was eigentlich sehr schade ist. Ne? Und es ist in allen Belangen so. Das ist auch bei Filmen so. Natürlich hast du deine Favoriten, deine Lieblinge. Das ist auch bei Essen so. Lass doch mal, keine Ahnung. Gehst du halt zum Griechen oder zum sowieso und dann so, Grieche, ne? Oder gehst du mal Fisch essen, Fisch und so, ne? Ja, lass uns doch mal, Opa, Klassik, ne? So. Dann hat das Leben Struktur, aber es ist sehr langweilig, man verpasst sehr viel. Da verpasst man so viel links und rechts. Naja, gut, also, lange Rede, kurzer Sinn. Heute machen wir Helfenpark mal was ganz anderes. So. Beißer, moin! Natürlich Apokalypse Now. Siehst du, wie die Wellen da brechen? Ja, natürlich. A Tiny Exploration Game. Mal wieder All You Can Eat beim Chinamann. Erinnerst du dich? Du warst noch ein Kind. Altonic, hallo. Das lange Sommertage beim alten Turm gespielt hat. Drücke Escape zum Überspringen. Das machen wir gar nicht. Um sich seine eigenen Abenteuer zu langsam gelesen. Oh. Ich kann mich kaum erinnern. Die kleine Vogel-Oma. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit. Ich meine, das ist zu viel für mich. Flint. Das ist ja eine Oma. Egal. Ich war etwa in deinem Alter, als ich angefangen habe, mich um den Park zu kümmern. Oh. Piepvögelchen. Anfangs war ich überfordert. Erst Jahre später habe ich etwas verstanden. Ich habe mich nicht um diesen Park gekümmert. Der Park hat sich um mich gekümmert. Oh. Ich gebe mein Bestes, ja. Sieh dich um. Horche. Ich mag das Spiel jetzt schon. Ein wundervoller neuer Tag beginnt. Nennen wir ihn Freitag. Prost. Also, drücke E. Ich drücke nicht E, ich bin hier der Game Master. DJIF, genau, auch der 13. Aber lassen wir uns da nicht von irritieren. Klassische Musik mit Oper nicht zu anfangen. Ja, so, aber immerhin. Ah, so, also, drücke E. Warte mal, E ist... Warte mal, E ist X oder was? Okay, wo soll ich anfangen? Drücke X. Erinnerst du dich daran, wo die Camps sind? Nö. Nicht so richtig. Ah, okay, gut, sind wir einer Meinung. Guck mal, da ganz rechts unten, XP. Wir können XP verdienen. Geil, oder? Ja, stimmt ja. Ja, ich bin auch nur drauf gekommen, weil das jemand im Discord gepostet hatte. Und da habe ich natürlich gleich wieder einen meiner Lieblingssprüche drunter gezimmert. Ich bin nicht abergläubisch, das bringt nur Unglück. Das ist, muss man ein bisschen ziehen lassen, den Spruch, aber... Wenn er denn angekommen ist, ist er super. Also. So, schon okay. Du kannst bei der Sonnenbucht anfangen. Sonnenbucht? Das ist das nächste Camp von hier. Aha.
Geh einfach Richtung Westen und du findest es schon. Was kann ich noch machen? Ich konnte in letzter Zeit nicht viel machen. Wahrscheinlich sind viele Sachen kaputt. Du kannst sie reparieren. Also. Okay. Ich bin sicher, du findest deinen Weg. Na los. Okay. Neue Quest. Finde das Camp an der Sonnenbucht. Und damit herzlich willkommen zu der Haven Park. Bewege dich mit den Richtungsknöpfen. Ah, das ist süß. Okay, gut. Tappel, 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 tappel. Wie immer, wir sollen nach Westen. Wir gehen erstmal an den Strand. Oh, der kann schwimmen. Wie viel macht's? Kann er sich hinsetzen? Geht das? Piu, 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 piu. Sehr schön. So, rechter Controller macht nichts, also links. So, okay. Das heißt... Oh, was ist denn hier? Drücke X, um das Schild zu reparieren. Minus 3 Holz. Ach du Schande. Wir haben gar kein Holz. Wie, was? Moment, Moment. Ah, Moment. Da oben gibt's Holz. Was Blaues? Zwei gelbe Sachen und keine Ahnung, Pilze. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das Spiel... Oh, drücke X zum Einsammeln. Sehr schön. Plus 3 Holz. Kann ich das gleich reparieren? Und drücke X, um das Schild zu reparieren. Machen wir, oder? Oh, guck mal, wir haben 15 XP schon. Geil. Neue Quest, halte den Park. Drücke X, um die Richtung anzuzeigen. Ah, okay. Sonnenbucht, Weidenufer. Ja, sehr schön. Ich und mein Holz. sag das aber nicht dem Hörnchen. Ja. Hol das 8er Holz raus, genau. Jawohl, nee, 8er ist ja Eisen, gell? 8er Eisen nimmt man auch relativ selten, glaube ich, ne? Weil man darf ja nicht. Ist auch sowas, ne? Ich glaube, gibt einer, Dreier, Fünfer Holz und dann sind ja die Eisen und dann hast du einen Wedge und einen Putter und noch was. Du darfst aber nicht alle mitnehmen, ne? Ist auch sowas beim Golf allem, ne? Ich glaube, 9er Eisen wird gerne genommen, ja. Aber kenne ich mich ja nicht mit aus. Drücke X für einen Tipp. Okay. Drücke A zum Springen. Ach geil, er kann springen. Sehr geil. Ist er süß? Ich finde ihn süß. Hui, guck mal da. Tappel, 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 tappel. Kann ich dich mitnehmen hier? Nur mal irgendwann Golf auf dem PC gespielt. Ich habe es früher auf dem... Ja gut, auf dem PC. Warte mal, kann ich das einfach mitnehmen? Und danke, unsichtbare Stimme. Piu, piu. Kannst du dich? Kann ich... Oh, doch, jetzt hat er es mitgenommen. Das war aber... Was haben wir hier? Tiger Woods! Da gab es mal eins. Piu, okay. Hui, hüpf. Gab es mal so einen schönen Witz, sag mal, moderne Zeiten, ne? Der Kanzler ist eine Frau, der beste Golfer ist ein Schwarzer, der beste Rapper ist ein Weißer und... Ich hab mal so eine Auflistung. So aus allen Dingen, wo man normalerweise, wo die Stereotypen genau andersrum sind, ne? Und, tja, ja. Kommen da auch Klingonen vor jetzt hier bei dem Spiel? Drücke Y, um deine Karte. Wir haben eine Karte. Ui, guck mal an hier. Oh, ist ein Open-World-Spiel. Das ist so wie Red Dead Redemption, nur in knuddelig hier. Ich habe noch keine Camps gefunden. Vielleicht sollte ich etwas erkunden. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal. Also, Hauptmenü-Einstellung. Schließe Notizen. Navigiere. Quests. Finde das Camp an der Sonnenbucht. Halte den Parkinstand 2%. Bisschen gut. Das Blaue wird Metall sein. Das könnte ich mir vorstellen. Warum nicht? Ja. Oh, das Gelbe ist dann vielleicht Stoff. Holz. Benutze Holz zum Bauen oder fürs Lagerfeuer. Gesamtgewicht 5 von 300. Oh, wir haben also auch eine Beschränkung diesbezüglich. Hier haben wir die Karte. Es gibt Skillpunkte. Ui. Ah, guck mal hier. Kaufmann, Baumeister, Münzen. Ah, Münzen sind das dann wahrscheinlich das erste. Schmied, Metall, Holz, Pilze. Jawohl. Und Stoff. Ja, dann sind wir. Ja, dann wissen wir, was ist. Kann ich das hier mitnehmen? Drücke X, um die Laterne zu reparieren. Minus 2 Metall. Haben wir nicht. Wir haben nur ein Holz auf Tasche. Ja. Wie niemand den Liedtext von dem Lied kennt, nur den Refrain. Schalwer! Ein Bambi erscheint. Einen wunderschönen Freitag gewünscht, meine Liebe. Halt, oh! Ich habe das Camp gefunden. Okay. Moment.
Kleiner Piepmatz, sei mal kurz still. Ich muss mich um einen Bambi kümmern, ja? Sieht niedlich aus. Es ist schon niedlich bis jetzt. Ja. Dabei ist der Song große Lyrik. Mhm. Einen super schönen Freitag. Danke. Ich habe ein Camp gefunden. Nicht das Camp. Ah ja. Oh, X drücken. Ich sollte es zu meiner Karte hinzufügen. In meiner Erinnerung sah es hier besser aus. Oh, lass mal sehen, ob ich ein bisschen was bauen kann. Wie ein paar Zelte oder ein Ort zum Essen. Sehr gut. Ich mag schon mal, wie ihr denkt. Ja, ein Ort zum Essen. Gleich mal einen Imbisswagen hinstellen, oder? Das wird die Camper sicherlich freuen. Neue Quest. Finde alle Camps. Sonnenbucht. Oh, geil. Guck mal da. Hier mit getroffene Camper 0 von 0. Schleppschinken. Guten Morgen. Und hier ist Campen ausdrücklich erlaubt. Also das ist jetzt nicht so wie bei Counter-Strike oder bei anderen Ballerspielen. Scheiß Dreckscamper, ne? Also hier müssen wir mal gucken. So, Piu. Okay. Ist das eine Blume oder ein Pilz? Karte mal öffnen. Sonnenbucht. Haben wir doch jetzt gefunden. Mal gucken, was können wir hier machen? Ups. Drücke Y, um deine Karte zu öffnen. Ja, Sonnenbuch. Wir gehen einfach mal ein bisschen weiter. Gucken mal, was man... Oh. Oh, guck mal. Oh, X zum Bauen. Rastplatz. Schlafplätze. Geil, guck mal hier. Das ist ja niedlich. Lagerfeuer, Bank, Sonnenschirm, Picknicktisch. Holz und Stoff brauchen wir dafür. Du brauchst mehr Skills, um das zu bauen. Okay. Gib deinen Campern einen netten Platz im Schatten am Strand. Oder wie immer du willst. Bank. Müssen wir jetzt Sachen sammeln und bauen? Das ist ja... Moment hier. Schlafplätze, Zelt, Tippi, Bungalow. Ah, Holzhütte, da brauchen wir Skill. Essen. Metall, Stoff, Holz. Ein Grill. Ein Eisstand. Münzen. Jeder liebt Eis und für jeden Verkauf erhältst du eine Münze. Cool. Würstchen, Steak, Fisch und Gemüse, frisch vom Grill. Erhalte eine Münze für jeden Verkauf. Food Truck, geil. Brauchen wir Skill? Ja. Locke, guten Morgen. Ein schönes Wochenende auch schon mal gewünscht. Vielleicht ist der ein oder andere ja schon im Wochenende. Aktivität. Radio. Mach etwas Musik an. Für ein Radio brauchst du Pilze. Okay. Feuerwerk, Schaukel. Ein Marktplatz, 30 Münzen, uiuiui. Kaufe jede Art von Ressourcen. Ein Pool. Poolstream incoming, ihr wisst Bescheid. Ja. Großer Pool, Riesenrad. Eieiei, Deko gibt's auch. Einfach mal gucken, was alles so gibt. Fackel, eine Girlande, Blumenkasten, Zäune und so weiter und so fort. Okay, wir haben aber nichts, ne? Wir könnten gegrilltes Hühnchen hier haben. Na? 6 bis 14. Oh, dann bist du ja zweite Halbzeit. So, ist das ein Pilz? Ja. Oh, wir haben... Oh, das sind dann gleich drei. Oh, hier ist eine Münze. Drücke X zum Sammeln. Eine Münze haben wir gefunden. Und da war auch eine Münze. Hier war eine Münze. Habe ich gesehen. Münze, komm her. Sehr schön. Und da ist die Mappe. Da sind auch Pilze. Alles mitnehmen. Level erreicht. Du hast einen Skillpunkt verdient. Ja, geil. Wie komme ich denn da oben hin? Ach, da komme ich... Oh, guck mal. Der kann ein bisschen fliegen, der Piepsmatz. Hui. Wie bin ich da denn hochgekommen jetzt? Jetzt schafft er das nicht. Okay. Also es lohnt sich, alles zu erkunden hier. Bist du ein Pilz? Was ist denn jetzt eigentlich meine Quest? Finde alle Camps. Ah, okay, gut. Das heißt, was ist das hier? X zum Einsammeln. Ein Stoff, ein Metall. Ja, Heidewitzka. Ich würde ja mal vorschlagen, dass wir einfach mal so diese Wege weitergehen. Also hier ist die Sonnenbucht. Eidoch, guten Morgen. Moin, na? Apropos, Energy Drink habe ich heute auch am Start. Shake it, shake it, shake it. Warum kann der Vogel nicht lesen, kleiner Vogel? Was ist? Schau dir mal seine kleinen Flügelchen an im Verhältnis zu seinem Riesenkopf. Ha.
Da würdest du auch nicht, das ist schwierig. Ja. Blechdose, moin. Ja, ist schwierig. Ja. Weil es ein Hühnerküken ist oder so, ja, genau. Ja. So, hier haben wir eine Brücke. Was haben wir hier? Zum Reparieren machen wir noch nicht. Ja. Vielleicht ist auch ein Kiwi. Drücke X zum Einsammeln. Zwei Stoff. Uiuiuiui. Also wir gehen hier gerade richtig ab, ne? Aber schwimmen kann er, ne? Ach, ich mag das Spiel. Das ist genau das, was ich für heute brauche. Einfach so ein... Kommen wir da oben irgendwie hin? So ein Feel-Good-Spiel. Kommst du da irgendwie hoch? Nee, ne? Vielleicht müssen wir das erst leveln. Oder, warte mal. Ja, komm. Ja, drücke das. Sehr gut. Das ist wie bei Assassin's Creed hier. Ah. Sehr schön, mag das. So. Kann ich das Holz... Das Holz zum Einsammeln? Klar. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ach, das ist die gesamte Sonnenbucht. Ach, guck mal einer an. Ah, verstehe. Hoffe ich jedenfalls. Dabbel. Nee, ich weiß nicht, wie der so schwimmtechnisch drauf ist. Steine gibt's hier nicht. Okay. Dann erkunden wir erstmal die Karte, oder? Wir bleiben auf dem Weg. Ich glaube, das ist eine gute Taktik, oder? Was haben wir hier? Ah, falsche Taste gedrückt. Pilze, Holz. Uiuiui, wir sind jetzt Gewicht 115 von 300. Das heißt, wir sollten dann auch irgendwann mal was bauen, ne? Weil ich bin... Oh, guck mal da. Eine Münze. Bin, was sowas angeht, ja immer etwas... Apropos, kleinen Moment. Piu. Wir haben ja Skillpunkte, können wir vergeben. Münzsammler, finde mehr Münzen. Schmied, finde mehr Metall. Ist das langfristig eine gute Taktik? Entdecker, die Karte zeigt mir Elemente. Adlerauge. Sehe mehr beim Erkunden. Recyceln. Was war jetzt recyceln? Halte Ressourcen, wenn du Gebäude abreißt. Sternekoch. Ich würde mal sagen, Münzsammler. Finde mehr Münzen oder... Kriege ich dann, wenn ich mehr Holz, wenn ich das nehme, kriege ich dann 4 Holz anstatt 3 Holz? Ich nehme das einfach mal. Das... Bist du dir sicher? Nicht so wirklich, aber ich mach's mal, oder? Wir sind Holzfäller. Yay. Sehr gut. Die Bäume haben keine... Aber die Bäume kann ich nicht fällen, ne? Nein. Wir sollen ja den Park auch in Stand setzen und nicht kaputt machen. Drücke X. 2. Piu. Okay. Wie das kein 3D-Spiel ist, ne? Aber man kann ja mal gucken. So, was... Wollen wir mal X, um eine Fackel zu reparieren? Metall haben wir 2 Stück. Mach ich mal. Zählt das jetzt für die Quest Park reparieren, oder? Halte den Park in Stand. 3%. Geil. Also es läuft. Wir haben alles im Griff hier. Da. Neues Camp gefunden. Westbach. Deine Karte wurde aktualisiert. Ja, sehr schön. Münze rechts, bitte was? Schalwea, die alte. Boras wie. Ah, bin ich ran vorbeigelaufen. Ich werde eben ein bisschen hin und her laufen. Ach, hier die Münze. Ja, das ist natürlich. Kann mal auf die Karte gucken. Also sind das dann immer solche Gebiete? Okay. Wollen wir da mal was bauen? Können wir hier was bauen eigentlich? Vespa. Zum Basteln. Wollen wir mal eine Bank? Sonnenschirm? Schlafplätze? Ein Zelt stellt einen Schlafplatz für einen Camper. Ich bin jetzt... Grill, Eisstand, Aktivität? Ich bin, was das angeht, gerade etwas... Ah, ich bin überfordert. Finde alle Camps. Öffne eine Quest...
abschließen. Dieses Camp sollen wir jetzt haben. Erweitere und dekoriere sie, um Camper glücklich zu machen. Also ich laufe noch mal ein bisschen rum. Ups. Canyon. Einfach nur mal, um zu schauen. Eher so an der Sonnenbucht ein bisschen bauen. Mal gucken. Ja, Winnie, moin, mein Lieber. Gute. Oh, du kannst dein Notizbuch mit Start öffnen. Oh, okay. Oh. Oh, guck mal da. Guck mal hier. Okay. Tabbel, tabbel, tabbel. Hey, ist voll süß. Tabbel, 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 tabbel. Tabbel, 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 tabbel. Hier mal gucken. Okay, da kann man abkürzen. Da war wieder Holz. Ich werde eh wahrscheinlich ein paar Mal hin und her laufen müssen, ne? Fackel zu reparieren, Metall, naja, würde ich gern behalten. Um die Richtung anzuzeigen. Westbach, Canyon, Toter See, da waren wir noch nicht, ne? Hier ist die X zum Einsammeln. Metall, Holz. Level up! Level up, Level up, Level up. Was machen wir? Schmied, finde mehr Metall. Machen wir, oder? Komm. Bist du sicher? Ja. Oh, guck mal hier. Hier kannst du recyceln, oder? Stoff, Metall. Oh, guck mal hier. Wir sollten nur aufpassen. 146. Also, wir können auch Sachen mitnehmen. Na, ist da noch was? Piu, piu, piu. Ah, hier, das Holz können wir noch mitnehmen. Ja. So, Frühstückspause rum. Danke fürs Vorbeischauen, Schalpeer. Und ich wünsche dir einen schönen Freitag. Ein Gruß an Herrn Bambi. Ups. Ja, lustig. So, da kommen wir wieder zurück. Jetzt sind wir... Oh, hier sind Pilze. Die Frage ist, wo wollen wir denn mal? Wollen wir mal was irgendwo anfangen, was zu bauen? Das hier. Wir laufen mal so. Die toten Bäume fällen. Oh, es gibt hier einen Tag-Nacht-Zyklus. Wird es gerade dunkel? Tabbel, 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 tabbel. Wir sind in der Sonnenbucht. Okay. Er hat eine Taschenlampe dabei. Eine Fackel. Gucken wir einer an, du. 3. Was auch immer das dann immer bedeutet. Hier ist noch Holz. Ich und mein Holz. Einsammeln. Hier ist eine Laterne. Tappel, 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 tappel. Oh. Krebspilzer. Piu. Du kannst nachts in leeren Zelten schlafen. Aha. Muss ich das... Oh, Laterne reparieren. Oh, wollte ich jetzt... Obwohl, wir haben... Wir müssen den Park ja eh reparieren. Ich hoffe mal, dass es... Nee, den toten Baum kann ich nicht irgendwie fällen oder so. Nur... Also richtig totes Holz, was rumliegt. Das geht, ja. Was haben wir hier? So ein Aussichtspunkt. Okay. Tappel, 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 tappel. Wir bleiben hier erstmal. Schild reparieren machen wir, oder? Komm. Richtungen Pilgergipfel, Canyon, Schildkrötenfelsen, Goldfelsen, Laterne reparieren, 2 Metall, sieht schön aus, Ich finde das so süß, wie er
Du kannst mit deinem Notizbuch eben was im Start öffnen. Wir haben ja halt im Park, finde alle Camps. Wahrscheinlich muss ich echt mal anfangen hier über Nacht. Drücke X zum Pusten. Bitte was? Okay. Kann der hier runterfallen? Ich will es nicht ausprobieren. Das geht dann bestimmt schief. Oder unten. Ist echt dunkel. Nehmen wir alles mit. Gibt's hier... Ach nein, ich dachte, das wäre so ein Eingang für eine Höhle. Was bist du hier? Es glitzert. X zum Fangen. Ich will dich. Nein, da. Mist, ist weg. Ist zu schnell für uns. Ich... Wo sehe ich eigentlich, wo ich bin auf der Karte? Wir könnten ja auch den ganzen Weg natürlich wieder zurück. Drücke X. Ein Brief. Oh. Wenn du runterfällst und es geht schief, jetzt wäre ein schräger Vogel dann. Okay, ein Brief. Sieht aus, als hätte ihn jemand verloren. An wen ist er denn adressiert? Herr Bert. Und die Adresse ist... Die Zuflucht, Alte Schlossstraße. Vielleicht ist es ein wichtiger Brief. Ich sollte versuchen, diesen Ort zu finden. Bringe den Brief zu Herrn Bert. Okay, wir haben eine neue Quest. Bringe den Brief an Herrn Dingsums. Und ich würde es gerne mal im Schlafen ausprobieren. Cindy und Bert! Ja. Kennt das überhaupt noch? Gottes Willen. Drei Pilze, das ist bestimmt hier wieder Holz. Ab in Canyon. Kommen wir da wieder hoch? Hier noch nicht. Ja. Du kennst es noch, das ist gut. X einsammeln. So, wir müssen jetzt nur irgendwie zusehen, dass wir hier wieder hochkommen, ne? Ich bin auch mit der Karte ein bisschen merkwürdig, weil ich habe so den Eindruck, wir müssen doch eigentlich viel weiter sein. Oder neue Sachen aufdecken. Oder ist ein Gebiet wirklich so riesig? Oder gehen wir hier im Kreis? Nee, ne? Tappel, 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 tappel. Um die Karte zu öffnen. Also man sieht nicht so nach dem Motto, du bist hier, ne? Vielleicht müssen wir auch... Ich geh mal weiter. Blechdosenknacker kennen es auch noch. Okay, Cindy und Bert. Gut, dass er schwimmen kann. Kann, nicht fangen. Okay, schade. Ich glaube, wir sollten echt mal anfangen. Herr Weiß, hallo, guten Morgen, hallo. Es ist zwar kein Yoshi, aber ein süßer kleiner Piepmatz hier. Und für alle, die gerade eingeschaltet haben, ich habe extra mal einen Klappentext gemacht, weil es ist ja eher ein ungewöhnliches Spiel, was ich hier habe. Haven Park. Ein kleines, gewöhnliches Spielchen am Freitag. Ohne viel Hektik, Stress. Zum Entspannen, zum Genießen. Wir müssen einen Park in Ordnung bringen, reparieren. Neues Camp gefunden, Leuchtturmbuch. Level 3, Skillpunkt. Geil. Voll gut. Am Leuchtturm könnte man echt was basteln. Mal gucken. Jetzt ganz da oben. Ach, du musst dann die Camps finden. Und dann wird auch das an der Karte angezeigt. Wenn du da nur lang gehst, aber da ist kein Camp, was du entdeckt hast, dann wird das auch nicht auf der Mappe angezeigt. Interessant. Das heißt, wir sind jetzt ganz im Norden. Sehr schön. Gut. Wir können Skillpunkte ausgeben, Münzsammler, Pilzsammler, finden wir mehr Pilze. Sternekoch klingt natürlich verführerisch.
bin... Münzen scheint es wenig zu geben, ne? Sind wir mal Münzsammler. Zack. Bist du dir sicher? Nicht richtig, aber wir machen es trotzdem. Ja. Alle hopp. So, vielleicht... Wo ist hier? Hier können wir was bauen. Ich baue jetzt mal was. Komm. Eine Bank, einen Sonnenschirm, Schlafplatz bauen wir mal. Ein Zelt. Irgendwas wird ja passieren, oder? Zwei Holz, drei Stoff. Oh, guck mal hier. Geil. Kann man das drehen? Mal gucken. Ich probiere mal ein paar Knöpfe aus hier. Weil Controller. Ich bin ja der Controller-Gott. Ja, ich habe ja den Controller erfunden. Es geht. Bestimmt. Okay, so nicht. Dann bauen wir es einfach mal hier hin. Komm. Das ist noch ein schöner Platz für ein Zelt. Wie platziere ich das? B? Nein. Oh, verzockt. X nochmal. Ein Schlafplatz. Also ich hätte gern ein Zelt gebaut. So. Muss das vielleicht... Ah, und jetzt kann ich es gut... Ach, guck mal einer an. Erst platzieren und dann kannst du es... Ja, hier so, oder? Dann drehen. Cool. Und dann wieder bestätigen. X zum Bearbeiten. Platzieren, drehen, recyceln, abbrechen. Cool. Ah, da war es mit recyceln. Also, dann kannst du das auch jederzeit... An erster machen. Okay. Wie viele Ressourcen haben wir jetzt eigentlich? Kleinen Moment. Herrn Bert müssen wir finden. Pilze. 273 von 300 Gesamtgewicht. Das heißt, wir müssen so oder so Sachen bauen, ne? Irgendwas, was Holz und... Essen ist immer gut. Ein Grill. Metall, Stoff, Holz. Holz, Stoff, Münzen, Metall. Lieber ein Grill, oder? Wir bauen erstmal einen Grill. Ja, finde ich gut. Den vielleicht so hier. Dann können wir ihn noch drehen. Lecker Steaks. So. Machen wir so. So ein bisschen. Na, muss ja nicht alles exakt im rechten Winkel sein. Ein bisschen wild. Ja. Razor Batman, ob ich dich noch kenne, weiß ich nicht. Es gibt viele Batmans. Aber hi. Schön, dass du wieder da bist. Ich wollte gucken. 255 von 300. Wir haben so viel Gewicht hier. Vielleicht einfach mal Sachen auch reparieren, wenn wir die unterwegs finden. Um die Fackel zu reparieren. Machen wir doch, oder? Wir müssen, glaube ich, viel mehr Sachen reparieren. X zum Einsammeln. Zack. Also Ressourcen gibt es hier viele. Ich glaube, wenn du hier jedes Mal alles mitnimmst, bist du schnell überladen. Wir haben noch keinen Camper gefunden hier. Vielleicht... Ui. Hier gehen wir am Strand entlang. Vielleicht müssen wir doch mal wieder so einen Weg finden. Was ist das hier? Einsammeln. Du trägst so viel. Bau etwas in einem Camp. Okay. Da waren so meine drei Probleme. Also, wir müssen unbedingt bauen, investieren. Mitnehmen ist nicht mehr. Ich würde ganz gerne mal vom Strand weg. So schön der Strand hier ist. Was ist da drüben? Ich bin ein neugieriges Piepmätzchen. Okay, nix.
Na, geht's hier irgendwo? Hier ist was. Ja, einsammeln. Schön wär's. Also viel kann er nicht tragen. Kommt man hier hoch? Ja, das ist wichtig. Gut. Neues Camp gefunden. Ah, toll, deine Karte wurde aktualisiert. Sehr schön. Hier bauen wir jetzt aber auf jeden Fall was. Hier bauen wir mal ein Tipi. Für einen Camper mit einem gemütlichen Tipi. Ja. Ah, toll, das klingt gut. So ein bisschen hier hin. Es gibt eigentlich nur zwei Knöpfe oder drei Knöpfe, die man hier braucht, ne? Und ich schaff's immer wieder, den falschen zu benutzen, wenn es beim Platzieren darum geht. Kann ich hier X zum Bauen. Können wir einen Sonnenschirm. Also Holz, zwei Holz. Oh, das ist gut. An dem zwei Camper ihre Beine ausruhen können. Das ist gut, nur Holz weg. Das ist... hier so am Strand so, oder hier vielleicht. So bei den Blümchen. Ja, drehen wir das noch ein bisschen. Und zack. Ach, Moment, stimmt. Da wird jetzt hier angezeigt, was man braucht wahrscheinlich, ne? Oh, was wurde da jetzt? Irgendwas wurde angezeigt. Ines, Grüße. Grüße zurück. Moin. Ach, jetzt verstehe ich das. Warte mal, ich mache gerade mal mein Gesicht weg. Und zwar, seht ihr da links unten die Zeichen? Das erste ist ja ein Ausruhplatz. Und dann ein Zelt. Das sind die Sachen, die du da bauen musst. Nicht das, was da ist. Und jetzt heißt hier Essen und Party. Haha, verstanden. So funktioniert das. Satan, auch einen wunderschönen guten Tag. Haha, ich verstehe. Oh, hallo. Oh, wer bist du? Drücke X zum Reden. Wer zuerst wegguckt, hat verloren. Bitte was? Wer zu. Ach so! Ich verstehe, alles klar. Na gut, nein, danke. Ach so. Na gut, ja, natürlich, oder? Okay, los geht's. Okay. Muss ich was machen? Das ist langweilig. Das ist gut. Warte mal. Ne, wir machen weiter. Ich gebe nicht auf. Kraschel, auch hallo. Moin. Na? Ich hoffe, euch geht's gut. Ein herzliches Willkommen an alle. Wir spielen heute Haven Park. Ein kleines, gemütliches Spiel für den Freitag. Zack. Blinzel. Haha, ich habe gewonnen. Ha! Okay. Du hast gewonnen. Cool. Haben wir mal gezeigt, wo es lang geht, ne? Ja, haha, Loser. Nein, das machen wir nicht. Wir sagen, gut gespielt, oder? Wir sind kein gehässiger Piepmatz. Also so, haha, Loser. Nein, das ist GG. Gut gespielt, ne? Wir sind ein fairer Gewinner. Du bist ein starker Gegner, natürlich. Habe ich also auf der Piepmatz-Schule gelernt. Ja, gut gemacht, natürlich. Jetzt kipp ich mir Wasser in die Augen. Ich auch. Blödes Spiel. Okay, getroffene Camper. Das heißt, das ist... Drücke Y, mit Jens zu reden. Cool, das heißt, hätte ich bei den anderen Camps auch schon machen müssen. Mein Magen knurrt. Es gibt nichts, wo man Essen kaufen kann. Das lässt sich ändern. Aber sowas von. Essen. Grill. Hier machen wir mal einen Eisstand, oder? 5 Holz ist gut. Ja, Markenknurrt. Ein Stoff, 2 Münzen, 2 Metall. Ja, komm, all in hier. Komm. Eis, lecker Eis. Eis, Baby. Der Eisstand. Ja, Markenknurrt. Komm schon. Wie wär's so? Jetzt abgehauen oder was? Vielleicht ein bisschen unten. Maximilian Benedikt, moin, moin. Hallo. Ja, okay, machen. Ich bin immer so entschlossen. So läuft das. Okay. Dann machen wir das so. Oder? Nee, warte mal. Der Verkäufer
Wie funktioniert das hier? Ich glaube, so ist eher richtig, ne? Das heißt richtig. Wir können es ja wieder platzieren. Drücke X zum Bearbeiten, das würde auch gehen. Und jetzt brauchen wir irgendwie noch eine Festivität. Und drücke X zum Bauen, bevor hier Jen oder wie auch immer er sie heißt, ein Radio, nö, Radio ist nicht cool, glaube ich. Zwei Pilze, Metall, Feuerwerk, oh, 6 Münzen, eine Schaukel, warte mal. Was, hey, kann ich bitte was? Muss ich dich bedienen? Drücke X zum Bearbeiten. Danke, tschüss. Ah, habe ich jetzt eine Münze bekommen? Cool, was hast du dir für eine Eissorte geholt? Ich muss noch eine Aktivität hier machen. Aktivität! Und zwar... Endlich weiß ich, wie das hier funktioniert. Ein Pool wäre geil. Pool ist gut. Ein kleiner Pool. Obwohl, du bist ja eigentlich direkt am Meer. Marktplatz. Kaufe. Das kann ich mir nicht leisten. Eine Schaukel? Schaukel ist okay. Also Radio finde ich ein bisschen... Wir wollen ja keinen Lärm hier haben. Wir wollen uns ja entspannen. Das heißt, die roten Sachen kann ich nicht bauen, weil mir was fehlt. Dann bauen wir eine Schaukel. Die Schaukel. Ja, Maximilian, danke. Vielen Dank für den Zap und viel Spaß mit den Emotes. Danke. Viel Spaß mit den Flauschebärchen. Wir haben jede Menge davon. Und danke. Und damit herzlich willkommen bei den flauschigen Kaffeetrinkern. Die Schaukel vielleicht nicht so direkt da. Das sind mir die richtigen. Erst haben und dann Follow da lassen. Das ist jetzt nicht persönlich gemeint, aber normalerweise macht man es andersrum. Vielen lieben Dank. Danke. Sehr nett. bin das so rum nicht gewohnt. Das ist halt... Man merkt gar nicht, ich bin so entschlussfreudig hier gerade, gell? Ach komm. Baum ist hier hin. So direkt dann. Dann haben wir auch eine Aktivität und gut ist. Ja. Beim nächsten Mal drauf achten, das ist gut. Oberon, moin mein Lieber. Helmchen ist auch da. Guten Morgen. Alles angetreten zur Frühschicht. Genau, moin mein Lieber. Das heißt, um Gottes Willen, ein neuer Camper ist immer toll angekommen. Ach, so baust du das aus. Das ist ja cool. Jetzt verstehe ich das. Es ist nicht auszuhalten, in welchem atemberaubenden Tempo ich Entscheidungen treffe. Ja, also eine Schaukel muss auch gut platziert werden. Benutzt du das jetzt auch mit der Schaukel? Jen? Wer bist du? Drücke X zum Reden. Gefällt dir der Park? Einige Gebäude in diesem Camp haben Münzen eingesammelt. Ach, muss man die dann abholen? Du bist so entschlussfreudig. Was? Wärst du ein japanischer Krieger? Wärst du ein Ninja? Ich muss immer, mein Lieblings-Ninja-Witz ist übrigens dieser Cartoon von Nicht Lustig mit diesem Ninja, der hat ja diese Ninja-Witze. Die sind so klasse. Also so, am liebsten finde ich der Ninja, der auf der Toilette sitzt, ja, in so einer Kabine, und dann so ein Mann hinkommt und so gerade so die Hose runterzieht und will sich hinsetzen. Und der Ninja nur mit den Armen wackelt und wedelt. Nein, Hilfe, ich bin ein Ninja, Sie müssen sich doch sehen. Nein, bitte nicht. Ah, es ist... Oder dieser Witz, wo du auch so diese Ninjas, so 20 Ninja im Bild und dann jährliches Ninja-Treffen. Dann ist dann so ein Ninja auch mit so einer Trötentüte, ne? Und dann auch so, ah, schade, dass keiner gekommen ist. ich schweife ab, was mir normalerweise nie passiert. So, gefällt dir der Park? Es ist ganz schön hirsch. Okay. Abgeschehen von den Spinnen. Okay, ich kann das ganz schlecht machen. Hab mich ins Gesicht gestochen. Oh, das tut mir aber leid. Pat, pat. Bist du allergisch? Nein, alles okay. Ich wollte nur ihr Freund sein. Das ist Dan. Okay, du bist Dan und du warst Jen, ne? Meine Augen sind immer noch trocken nach unserem Bettstarren. Meine auch. Haha, das ist vermutlich nicht das cleverste Spiel. Allerdings. Okay, Magen knurrt? Ja, dann geh was essen. X, um zu bearbeiten. Es hieß ja irgendwo, ich kann Münzen davon. Hey, kann ich das Tagesspecial bekommen? Ja, natürlich. Ah, kann ich hier drehen? Sammel Münzen.
Ja, geil. Das ist ja cool. Errungenschaft freigeschaltet. Katsching! Das seht ihr jetzt nicht. Das ist dann rechts unten immer mit diesem Steam. Wärst du ein Ninja, nicht Ninja? Das ist mir egal. Ich bin lieber... Hey! So, ich will Spaß haben. Oh, da wird die Schaukel benutzt. Na, endlich. Hui, sehr schön. Freut mich. Guck mal, haben wir jetzt da oben auch jetzt alles entdeckt? Ich bin begeistert. Wir müssen mal schauen. Gewicht bei 200. Wir tragen immer noch sehr viel mit uns rum. Sehr viel. Den verlorenen Brief müssen wir noch. Die Frage ist, bauen wir noch? Wir bauen noch ein bisschen was, oder? Ein Schlafplatz. Ach du Schande. Bungalow. Ja, dann machen wir aber einen Tippi, gell? Wir bleiben dann so ein bisschen thematisch bei den einzelnen Camps. Das Baum. Ah! Falsche. Eine 50-50 Chance für sie. Das ist so gut. So. Das macht Spaß. Ich will Spaß haben. Ja. Alles. Alles klar. Und jetzt will noch. Eine Festivität hier. Eine Aktivität. Ich bin leider ein bisschen davor, aber egal wo ich bin. Ich glaube, bin immer so ein bisschen im Weg. Müsst ihr mir einfach glauben, dass wir hier noch. Ein Feuerwerk. Feuerwerk. Am Abend etwas Besonderes. Na gut, für einen Abend kann man es ja mal machen. Radio, mach etwas Musik an. Tanzen die dann? Da können wir Pilze ausgeben. Das ist gut. 6 Münzen, 8 Pilze. Ein Riesenrad. Ich mach mal ein Feuerwerk. Fireworks. Am besten so am Strand. Wie weit kann man das eigentlich bauen? Ah, hier wo der... Ah, guck mal hier. Da wo der gelbe Bereich ist. Das ist dann die Grenze des Machbaren. Gut. Ja, hier so. Direkt am... Zack. Gut. Dann werden wir mal Sachen los. Und dann vielleicht noch ein bisschen Deko. Dann haben wir hier ein richtig tolles Camp. Deko. Eine Palme. Blumenkasten. Hier ist doch Natur. Eine Fackel. Damit hier so zwischen die... Na? Ich bin der Dekomeister. Tine Pietz Mats Witzler. Witzler. Abends Pilze ausgeben. Solche Pilze kann auch Magic Mushroom. Ah, ja. Oh, hier so, ne? Alle hopp. Alles gar egal. Wow. Ja, gut, ne? So, jetzt brauchen wir noch... Geht er weg? Oh. Merkt man gleich die Kundenorientierung hier. Geht er weg? Muss bauen. Oh, Deko. Zaun, eine Palme. Ja, eine Palme können wir bauen, oder? Girlande... Da bräuchten wir Stoff. Was brauchen die Palme? 4 Holz. Ja. Komm. Eine Palme. Ja. Einfach nur... Ah, so hinter den Eisstand. Ja, oder so ein bisschen... Patty, guten Morgen. Hallo, meine Liebe. Oh, wir können wieder Münzen abholen. Das wird anstrengend. Ach, hier oben, oder? Guck mal da. Zack. Ich meine, es ist ja eigentlich genug Natur hier. Den Strand, mal gucken. Terror, guten Morgen. So, ich glaube, hier sind wir jetzt erstmal ja durch, ne? Hey, kann ich das Tagesspezial bekommen? Natürlich, klar. Das hier, ich finde das Sammeln Münzen, finde ich voll gut. So, haben wir 2 Münzen gesammelt und dann erkunden wir gleich weiter, oder? Ratzfatz, beziehungsweise bevor wir ratzfatz hier weitermachen, brauche ich einen Kaffee? Holt euch auch heiß-kaltgetränk eurer Wahl. Und ja, dann machen wir weiter mit Pack aufbauen. Die Flauschebär passt auf, dass ihr alle artig seid. Und dann bin ich gleich wieder da. Ein neuer Camper. Oh, ein neuer Camper. Und dann neue Sachen, die wir bauen können oder müssen. Mal schauen.
Das heißt, immer wenn du Sachen baust, kommen neue Leute. Das ist ja cool. Ich mag das. Also, bis gleich. Da sind wir wieder. Käffchen am Start. So. Und, ist das der neue Ankömmling hier? Erstmal hier Mucke aus. X zum Reden. Das heißt, wenn ich mir das richtig sehe, wenn du diese Essensdinger baust, also an Münzen kommst du eigentlich gut ran, gell? Über den Weg. Musst du einfach nur Gebäude bauen und dann klappt das. So, was kann ich hier Gutes tun? Ich fange nicht noch ein Spiel an. Ich will auch mit dem hier reden. Gefällt dir der Park? Klar. Aber ich bin nicht für die Aussicht hier. Ich bin auf der Suche nach dem berüchtigten gelben Baron. Das ist immer mit dem Auge immer so. Von dieser Legende habe ich gehört. Das ist keine Legende. Ich habe ein altes Protokoll der letzten Übertragung des Piloten gefunden. Wirklich? Und was stand dort? Die Nachricht war, Wetterverbindung verschlechtert sich immer mehr. Notlandung unausweichlich. Fliege über einen Berg, überall Nebel. Ende der Übertragung. Berühmte letzte Worte? Ich schloss daraus, dass ich das Wrack des Flugzeugs irgendwo in den Bergen befinden muss. Spannend. Willst du mir helfen, es zu finden? Klar, sicher. Finde den gelben Baron. So, und ihr seid hier schön am Verköstigen. Sammelmünzen. Zack. Und die Frage ist, will ich jetzt hier weiterbauen? Wir erkunden mal weiter. Also das Camp haben wir schon mal so ein bisschen auf Vordermann gebracht. Bitte was? Wird da geredet? Hier, Socializing. Okay. Das heißt, wir haben da auch eine neue Queste. Den gelben Baron. Und den Brief müssen wir auch noch. Fackel reparieren. Ja, komm. Zack. War da nicht noch irgendwas? Ich muss gerade mal was gucken hier im... Okay, das ist die Karte. Und zwar Kaufmann. Kaufe und verkaufe Ressourcen an jedem Marktplatz. Das hört sich interessant an. Weil, wenn ich es richtig verstehe, Metall, Holz musst du ja in der Gegend sammeln. Irgendwann ist es ja wahrscheinlich alle. Aber wenn du dann Münzen, wachsen ja in Anführungszeichen nach, weil die Leute ja das Geld ausgeben für lecker Eis. Und das heißt, Münzen könnten wir unendlich haben. Und wenn wir dann die Münzen eintauschen gegen Dinge, die wir brauchen, wäre das doch toll. Also das wäre meine Planung hier. Taktisches Vorgehen. Sehr gut. Springen nicht vergessen. Was ist hier?
Hier ist nur ein... Okay. Ich würde... Was ist hier unten? Ein bisschen Holz mitnehmen. Wir nehmen alles mit. Level 4, du hast 2 Skillpunkte verdient. Da müssen wir ja mal gucken. Piu, 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 piu. Und eine Münze auch noch. Kaufmann könnten wir jetzt machen. Wir könnten Pilzsammler. Schneider ist... Wie komme ich da eigentlich rüber? Donnersuppe, guten Morgen. Auf die... Ah, warte mal. Ah, so. Okay, gut. Das heißt, ich komme von der Seite 9 auf die 10, indem ich einfach bei Pilzsammler einen runtergehe. Alles klar. Shazam, guten Tag. Moin zusammen. Hi. Na? Seid ihr nicht alle bei den U-Booten? Terror, guten Morgen. Hatte ich dich eigentlich begrüßt? Wenn nicht, sorry. Hier wird nachgeholt. Entdecker. Adlerauge. Wir haben es 2 Skillpunkte. Komm, machen wir einmal Schneider. Bist du sicher? Ja. Und dann haben wir noch 1 Skillpunkt. Seht ihr, ich bin wieder... Pilzsammler. Pilze haben eigentlich genug. Nachtsicht. Wieso hat er da jetzt wieder... Na komm, nehmen wir einmal Pilzsammler. Oh, und Baumeister sollten wir danach auch mal angehen hier. So, also wir haben die Fackel in der Hand. Was soll passieren? Und... Ah, die Fackel ist auch nicht an, während... Oh, da ist ein Rad. Das können wir zerlegen. Einsammeln, Metall, sehr gut. Piu, 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 piu. Alles mitnehmen aus den Fässern. Und dann sollten wir mal zusehen. Ist das eine Laterne, die wir reparieren können? X zum Einschalten. Nicht was? Nicht genügend Ressourcen? Bitte was? Was brauchen wir denn dafür? Ein Glühwürmchen vielleicht? Muss ich dich fangen? Ja, ein Glühwürmchen. Klappt das jetzt? Das wär cool. Moment. Ja, es funktioniert voll geil. Ist es schon. Einsammeln. Alles mitnehmen. Sehr schön. Chirp, 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 chirp. Na, mit der Fackel da am Heu müssen wir nochmal über gewisse Sicherheitsmaßnahmen uns unterhalten. Drücke X. Du kannst nachts in leeren Zelten schlafen. Ja. Haben wir aber noch nicht leere Zelte. Wir bleiben hier mal auf dem Hauptweg. Was haben wir hier? Schild reparieren, natürlich. Richtung anzeigen. Pilgergipfel, Goldfeld, Atoll. Ich würde vorschlagen, dass wir den Weg hier lang gehen. Eventuell finden wir hier ein Lager. Oh! Magic Mushrooms. So. Was ist das denn, niedliches Kia? Das Ganze ist... Bitte. Ich habe heute mal wieder Ausrufezeichen Spiel eingepflegt, weil ich war mir relativ sicher, dass bestimmt der eine oder andere... Was ist das? Ja. Das ist, wir sind die kleine Flint hier und wir haben unserer Oma versprochen, dass wir den Park hier auf Vordermann bringen. Und das tun wir. Oh, guck mal, da komme ich hier hoch. Ah, eine Münze, sehr gut. Zack, Katsching. X für einen Tipp. Oh. Der Weg zum Pilserfelsen scheint verschwunden zu sein. Ich finde einen anderen Weg. Das ist jetzt der... Ich jetzt? Der Weg ist versperrt. Wenn ich zum Schildkrötenfelsen gehe. Ach, dann... Und dann zum alten Schloss. Muss ich mir das jetzt merken? Oh, oh. Wird das vielleicht im Tagebuch erklärt? Oder merkt er sich das? Steht hier nicht. Ja, mal gucken. Schaffen wir schon. Irgendwie werden wir da hinkommen. Wir bleiben mal auf dem Weg.
Einfach in der Hoffnung. Platzing. Also Pilze hast du ja eh ohne Ende hier. Ich würde nämlich ganz gerne mal wieder... Okay. Laterne reparieren. Zack. Müssen wir wahrscheinlich früher oder später eh machen. Wir wollen ja, dass der Park auch schön aussieht. Das soll ja richtig gut werden. So, tappel, 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 tappel. Was ist da oben? Tappel, 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 tappel. Kann ich dich wieder einfangen? Aus dem Weg, hier komme ich. Hab dich. Ein Glühwürmchen. Zack. Und dann... Ich finde das voll gut. 8. Einsammeln. Oh, das ist Metall. Und ich glaube, es wäre vielleicht... Wir bleiben mal auf dem Weg. Ich will immer links und rechts was erkunden, was wahrscheinlich gar nicht gut ist. Damit wir die anderen... Ist da unten was? Dann kommen wir hier hoch. Sehr dunkel. Tappel, tappel. Waren wir hier schon mal? Einsammeln. Wir nehmen alles mit. Stoff ist wichtig. Hier kann ich aber nicht schlafen. X um Richtung. Canyon, Schildkrötenfels, Goldfels. Gehen wir mal hier lang, oder? Oder? Weil unten wird ja die Sonnenbucht noch angezeigt. So mit dem eingekreist. Und da sind wir ja zurzeit nicht. Ach nee, ich kann so mir die einzelnen Leuchtturmbucht Atoll. Ah, aber wenn ich da jetzt drauf drücke, klar, Moment. Okay, alles klar. Das sind wahrscheinlich noch Quests oder sowas. Ich verstehe so langsam. Komme ich hier irgendwie... nicht so richtig. Hier geht es nicht so richtig weiter. Tappel, tappel. Irgendwie... sind wir... im Landesinneren. Schild reparieren, das ist gut. Goldfeld, Canyon, Schildkrötenfels. Gehen wir da mal weiter. Das ist wahrscheinlich Metall. Ja, wo? Ach, mehr reparieren machen wir. Kaffee trinken nicht vergessen. Prost, ihr Lieben. Haben wir. Oh, links oder rechts? Was ist das denn? Ja, wie geil. Zettel lesen. Können wir hier eine Seilbahn reparieren? Das wäre cool. Was steht auf dem Zettel? Lieber Gondelgast, wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Gondel momentan außer Betrieb ist. Ein Baumstamm ist auf einen Pfeiler gefallen und blockiert die Seilbahn. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Der Gondelbesitzer. Oh nein! Das ist der einzige Weg zum Schildkrötenfelsen. Vielleicht kann ich sie ja reparieren. Sollte nicht so schwer sein, oder? Ich muss nur irgendwie diesen Pfeiler erreichen. Vielleicht finde ich etwas entlang der Klippe. Da muss es doch einen Weg geben. Repariere die Gondel. Okay, es wird wieder Tag. Ach, da oben ist es, ne? Oh, 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 oh. Piu. Kann er da irgendwie... Ich habe Angst ums kleine Piepmätzchen. Ah, er kommt hier rein. Die Musik ist lustig. Okay. Karte hilft mir jetzt gerade nicht weiter. Hier komme ich. Ah, hier komme ich aber hoch. Mal gucken.
Katsching, Katsching, aber das hilft mir jetzt auch nicht viel weiter, ne? Nee. Ist dann insgesamt dann doch zu hoch. Müssen wir mal zusehen, ob wir von der anderen Seite irgendwie rankommen. Das heißt Goldfeld. Ja, dann gehen wir zum Goldfeld. Über die Brücke. Sehr schön. Zack, Münzen mitnehmen. Oh, das waren richtig viele, das eins, okay. Laterne reparieren, minus 2 Metall, machen wir. Mal schauen, wie weit haben wir den Park eigentlich jetzt schon auf Vordermann gebracht. Skillpunkte haben wir 0. 19%, also wir sind richtig fleißig. Oh, was ist denn hier? Kann ich hier den Brief abgeben? Guten Tag. Huhu. Wohnt hier jemand? Wohnt hier jemand? Wir klauen erstmal Sachen. Also nehmen die mit. Piu. Nö, nicht so. Also richtig wohnen tut hier keiner. Aber ein Haus. Das irritiert mich. Vielleicht ist der ja irgendwo wandern. Mal gucken. Schild reparieren, natürlich. Canyon Goldfels Atoll. Das ist hier eine Girlande. Interessant. Hörnchen, guten Morgen, mein Lieber. Na, X zum Einsammeln. Jawohl, nehmen wir alles mit. Zack, Metall. Ah, nicht runterfallen, Piepmatz. Oh, guck mal hier, hier ist richtig was los. Hier sind nur keine Leute. Aber ich kann hier jede Menge Sachen einsammeln. Die Frage ist nur, ich habe schon 261 Gewicht, also brauchen wir nicht alles mitnehmen. Okay, da geht's da lang. So, muss ich mir jetzt langsam anfangen, hier Sachen zu merken, wegen Orientierung und so. Oh, guck mal. Oh, schön. Kann der da jetzt runterfallen? Kann man hier eigentlich speichern? Weil, wenn ich an Abgründen stehe, ich muss es immer ausprobieren. Ich habe aber Angst, dass dem kleinen Piepmatz was passiert. Kann ich hier rein? Nein, das geht nicht. Ach, schade. Das würde ich so feiern, wenn du noch in die Gebäude rein kannst. Da hast du so einen Shop oder so. Drücke X. Chen und Milo. Wir brauchen Herrn Cindy und Bert finden, ne? Da ist eine Münze. Hatten die... Okay. Warte mal, hier nehme ich mal Sachen mit. Hatten die anderen Gebäude eigentlich auch einen Briefkasten? Der ist es nicht. Der Schnabel sieht aerodynamisch aus. Na, ich weiß nicht, ob bei dem großen Kopf das dann funktioniert. Aber der Versuch ist da. Ah, hier. Ja, hier muss ich die Briefkästen alle abklappern, oder? Da eins. Piu, kann ich den Briefkasten? Drücke X. Nora M. Keine Werbung, bitte. Hält sich eh keiner dran. Hier ist kein Briefkasten dran. Mal schauen. Ich will den Brief loswerden. Da oben waren wir. Haben wir hier mal geguckt? Dr. Wolf. Errungenschaft freigeschaltet. Wieso haben Sie große Ohren, Doktor? Spezialisiert auf Kaninchen und Schafe. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Gaming Hamburg, moin. Ja, aber das Hähnchen wird nicht gegessen, ne? Dr. Wolf, spezialisiert auf Kaninchen und Schafe, alles klar. Sag das nicht dem Schaf. Sag's nicht dem Elb. Hier ist kein... Briefkasten.
Da können wir irgendwas einsammeln. Ich trage zu viel. Wir müssen unbedingt wieder campen. Wir müssen wieder bauen. Schaffe Häusle bauen. Und die Frage ist... Soll ich mal probieren? Neues Camp gefunden! Na also. Und zwar... Ditte. Cool. Dann bauen wir schnell mal ein bisschen was. Also, als erstes ein Rastplatz. Ein Lagerfeuer ist ein Muss für jeden guten Camp. Außerdem hält es deine Camper warm und glücklich. Ja, das ist ein Holz. Machen wir. Kann man das hier so? Alle, hopp, zack. Und dann, was müssen wir noch bauen? Ein neuer Camper ist eingetroffen. Das ist gut. Wir müssen bauen. Ein Schlafplatz. Bungalow. Ich würde ganz gerne mal Bungalows bauen. Müssen wir aber erst leveln. Hier wird so die Schlafecke. Ja. Wieder nicht platzieren. Sag mir nicht, was ich tun kann und was ich nicht tun kann, Spiel. Dann müssen wir noch einen Rastplatz. Eine Bank, auf jeden Fall eine Bank. Und zwar die Bank. Wo bauen wir die Bank hin? Wo ist eine schöne Aussicht? Hier vielleicht so. Da unten ist auch was. Können wir das hier so bauen? Oder hier. Nee. Machen wir das mal anders. So für... So hier am Feuer. Ist doch okay. Ich hoffe, das funktioniert. Und jetzt müssen wir noch eine Deko. Vielleicht ein netter Torbogen für ein Camp. Eine Palme, ein Zaun, Blumenkästen. Girlande finde ich schön. Fackel hatten wir bei dem anderen. Girlande. Na, wer bist du denn? So direkt übers Feuer. Ach ne, da ist schon eine. Ich bin totaler Schopf. Ja, ich kümmere mich ja eh um dich hier. Girlande ist aber... Nee, Girlande ist nicht schön. Ich rede erstmal mit dir. Drücke X. Halt. Zum Reden, bearbeiten. Da muss man sehr pixelgenau arbeiten. Palme, Zaun, Blumenkasten. Komm, Blumenkasten. Blümchen. Ich meine nicht, dass hier Natur wäre, aber hey, Blümchen bauen. So, zack. Halt, nicht weglaufen. Ich will mit dir reden. 3, okay. Achso, ich muss drücken. 4. 5. Was machst du? 6. Ich zähle bis 10. 7. Spielst du Verstecken? Ja. Willst du mitspielen? Bist du nicht gerade mitten in einem Spiel? Nein. Hä? Niemand will mit mir spielen. Oh. Wieso zählst du dann? Ich übe nur. Oh, süß. 5, 6, 7. Nee, ich übe nur. Also, willst du mitspielen? Klar. Du zählst bis 10. Viel Glück bei der Suche. Ich bin der Beste in diesem Spiel. Da müssen wir mal gucken. Oh, ich brauche auch noch ein paar Sachen, Hörnchen. Einkaufsliste schicke ich dir per Discord PM, ne? Weiß Bescheid. Es gibt so viele Stellen zum Verstecken in diesem Park. Also suche überall. Mach die Augen zu. Wow. Da kannst du ja gar nicht schummeln. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme. Und dann fanden wir irgendwann ein Skelett. Und das war Tom, der beim Versteckspielen gewonnen hatte. Ist der jetzt... Kleiner Moment. Wir sammeln hier erstmal Sachen ein.
Der läuft doch jetzt nicht überall lang, oder? Was ist? Einsammeln, ein Holz. Ich und mein Holz. Was ist das hier? Pew, 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 pew. Oh, Level up. Wir müssen wieder was bauen. Ich muss mal bei den Quests nachschauen. Tut mir leid. Versteckspiel, da ist es. Ich spiele Verstecken mit Adriana. Ich habe keine Ahnung, wo sie sein könnte. Naja, gut. Kümmern wir uns erstmal um neue Leute hier. Wie wär's mit dem Radio? Oder hier wäre im Pool auch ganz gut, oder? Weil du hast ja jetzt, da unten ist zwar Wasser, aber das ist ja da unten. Oder hier. Komm, Pool. So ein bisschen weiter weg. Hier vielleicht so. Ja, das ist gut. Und den Eingang. Du musst aber lange für drehen hier. Ungefähr so. Ja. Und platziert. X zum Bearbeiten. Kommen neue Leute. Weil wir sollten hier vielleicht was zum Essen dann schon mal hinstellen, oder? Sea Dog, danke für den Follow. Herzlich willkommen. Kommen Sie rein. Nee, ein neuer Camper. Ah, okay. Jetzt können wir wieder basteln. Wir bleiben bei dem Muster hier mit dem Zelt. Hier, direkt nebendran. Kannst du hier nicht platzieren. Nicht platzieren, nicht platzieren. Aber hier, okay. Ah, so ein bisschen versetzt nach hinten. Ja. Kann man anbieten, oder? So, auf jeden Fall was zu essen. Hier bin ich aber für eine... Wer bist du denn? Hallo? Ist das ein Frosch? Hi! Ich bin seit ein paar Tagen wandern. Und, macht's dir Spaß? Es ist wundervoll. Ich war am Schildkrötenfelsen, aber die Gondel war kaputt. Weiß ich, kümmere mich drum. Habe ich auf meiner Liste. Also musste ich den Berg hochklettern. Ich habe das alte Schloss besucht, nahe den Sümpfen gekämpft und schließlich die Kapelle auf dem Pilgerfelsen erreicht. Ich habe ein paar tolle Erinnerungen an diese Reise, in dieser Reise gesammelt. Okay. Ich bekomme langsam Hunger. Ich kümmere mich drum. Mit Patra? Na, Patra, Petra, du. Essen. Auf jeden Fall ein Grill. Auf jeden Fall ein Grill. Und der Grill wird... Ja, du bekommst langsam Hunger. Das merke ich. Ich weiß gar nicht, wie großzügig man hier bauen soll. Es ist wahrscheinlich auch alles gar nicht so wichtig, ne? Aber man kann ja sich ein bisschen Mühe geben. Wollen wir das hier? Hier ist gut. Hier gefällt mir das. Und machen wir das so. Hier, der Grill ist eröffnet. Der Herr da drüben. Da drüben gibt es was zu essen. So. Und ich bekomme langsam Hunger. Da ist der Grill. Das ist wirklich ein Frosch. Und jetzt müssen wir noch irgendeine Aktivität. Ich will mal eben ein Radio bauen. Dann haben wir hier Musik. Rolling, rolling, rolling. So direkt neben dem Zelt. Platzieren. Okay. Jetzt haben wir Mucke hier. Alles ist gut. Cool. Es wird auch lauter, wenn du da rangehst. Also, das passt. X zum Bearbeiten. Münze sammeln wir natürlich ein. Da kommt gleich auch ein neuer Camper. So. Guten Tag. Wer sind Sie, Herr Katze? X zum Reden. Was? Ich habe nichts gesagt. Magst du Pudding? Der schreit. Was? Was ist los mit dir? Sprich bitte lauter! Ich kann nicht so gut hören! Was ist denn passiert? Nein, kein Problem, aber danke trotzdem. Okay.
Ich bin verwirrt. Okay. Kann ich mit denen eigentlich nochmal reden? Ich mag Pudding. Nein, das ist morgen. Okay. Da rede ich lieber nochmal mit dem Frosch. Wo ist der Frosch? Da ist der Frosch. Guten Tag. Ich hoffe, sie reparieren die Gondel. Ja, natürlich. Ach ja. Zum Schildkrötenfelsen. Ja. Langsam Hunger. Wollen wir eigentlich mal so komplett? Ich mag das Dorf. Ich auch. Aber die Menschen, die sind etwas komisch. Ja, Menschen sind wirklich komisch. Der eine mehr, der andere weniger. Wir können noch einen Schlafplatz, Zelt, bauen. Dann ist hier hinten so richtig schön die Schlafecke. Alle hopp. Und dann müssen wir noch was zu essen bauen hier. Okay. Food Truck. Dann machen wir noch ein Eis. Nee, oh Gott, wir brauchen. Glaube ich, gehe mal weiter, oder? Sammeln wir Münzen. Ja. Ich laufe mal weiter. Wir haben ja jetzt dieses Camp gefunden. Da runter mal schauen. Und dann müssen wir das Versteckspiel in Anführungszeichen ja noch gewinnen. Wo auch immer der, die Kollegen. Piu, 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 piu. Sich versteckt hat. Und wie das Spiel funktioniert. Hier waren wir noch nicht. Da oben ist eine Münze. Mal gucken. Braste, moin, hallo. Kommen wir da irgendwie. Müssen wir vielleicht auch mal dann skillen, bis wir weiter springen können. Vor allem wegen des Versteckspiels. Sind dann hier irgendwo Orte, wo du sagen kannst, nachgucken? Oder will mir da jetzt nicht mehr Sorgen machen als unbedingt nötig, aber hier waren wir noch nicht, ne? Und zwar Pilgergipfel Atoll Goldfeld. Fackel reparieren, ein Metall. Oh, wir haben 12 Metall, das können wir uns locker leisten. Investieren. Und drücke X. Nummer 10. Oh, hier ist. Kann ich nicht mitnehmen, ne? Schade. Das ist nur Deko. Hier geht's runter. Schubkarre. Tappel, tappel, tappel. Komm da raus. Und vor allen Dingen, jetzt sind wir hier unten. Das ist. Das geht. Ich glaube, hier waren wir schon. Das ist leider ein bisschen. Mick, guten Morgen, moin. Was ich leider ein bisschen schade finde, ist mit der Karte. Es sei denn, ich übersehe was. Dass man jetzt nicht sieht, wo man ist. Also man muss so. Na, keine U-Boote fahren? Nee, heute nicht. Ich wollte heute etwas entspannen. Drücke X zum Einsammeln. Machen wir. Oh, Metall. Sehr gut. Kann ich das reparieren? Nee. Ja. Was ist denn das? Das ist Haven Park. So ein kleines, putziges. Ich sag dazu immer gern so viel gut Spiel. Einfach mal was Gemütliches. Wir sind eine kleine Vogel und wir haben unserer Oma versprochen, dass wir den Park, wo Wanderer sind und Leute vorbeikommen, das wird es auf Vordermann bringen. Weil wir ein guter Piepmatz sind. Das ist also ein krasses Open World. Waren wir hier schon mal?
Also ich würde ganz gerne so einen Zeiger noch haben auf der Karte, wo man gerade ist. Wir haben 2 Skillpunkte. Die Frage ist nur, für was sollte ich sowas ausgeben? Ghost Kobold, hallo? Gut, Tweety, stimmt. Jetzt weiß ich, woher ich den kenne. Stimmt, Tweety. Um Gottes Willen, ich hasse Tweety. X zum Einsammeln. Das heißt, hier waren wir noch nicht, oder? Oh, Tweety finde ich so schrecklich, aber stimmt, ja. Eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden. X zum Einsammeln, hier waren wir wirklich noch nicht. Ist doch da aber lang. Na gut. Vielleicht waren wir da voll beladen und konnten die Sachen nicht mitnehmen. Jetzt gehen wir natürlich nach unten. Eine Katze hatten wir auch schon gesehen. Was ist das hier? Kann ich damit was machen? Nein. Oh, er kann im Wasser springen. Oh, guck mal hier. Wie hübsch. Außen schwimmen ist aber... Ich glaube, jetzt kommen wir wieder runter zur Sonnenbucht. Wir könnten gleich nochmal bei Oma vorbeischauen und den anderen Weg mal nehmen. Mal schauen. Was mich ja auch interessiert, wir haben ja ganz oben unseren ersten Imbissstand gemacht. Wie viel Geld kriegt man da? Westbach! Oh, guck mal hier. Das ist neu. Aber wo? Westbach. Ah, hier. Ist das jetzt gleich hier? Sammeln, Holz brauchen wir. Wo ist... Ah, hier. Sehr schön. Westbach. Sehr gut. Einsammeln. Erstmal aufräumen. Und dann brauchen wir hier erstmal ein Lagerfeuer. Das machen wir hier in die Mitte. Dann wahrscheinlich ein Zelt. Ein neuer Camper ist angekommen. Sehr gut. Tweety habe ich auch nie gemocht. Ich bin auch immer so Tom und Jerry Fan. Von den Lonely... Also... Nee, ich fand Tweety immer so böse. Also es war immer so... Oh, ist immer so... Canyon. Okay. Bauen wir weiter. Oh, da kommt einer. Wer bist du? Oh. Hallo, guten Tag. Hallo! Kämpfst du hier auch? Nein, ich kümmere mich um den Park hier. Ich bin der Park Ranger. Ja. Also, ich muss schon sagen, du machst einen tollen Job. Ja, das ist. Seht ihr mal, ich muss so ein Spiel spielen, damit ich endlich mal ein bisschen Anerkennung bekomme. Von euch sagt es ja keiner. Nein, sehr schön. Gut, toller Job. Naja, ich weiß nicht. Ich bin doch recht neu dabei. Ich lerne noch. Ah, ich bin sicher, du wirst super in dem Job. Natürlich. Ich war immer für die Katze und auch für den Kojoten. Na, bei Wile E. Coyote, das war immer lustig. Also Roadrunner und Wile E. Coyote war natürlich immer, wow. Wile E. Coyote, Genie. Ja. So. Ja, ich muss mich kurz ausrollen. Es sollte hier sowas wie eine Bank geben. Ja, jetzt. Tiago. Ja. Wir sind nur nie dabei. Brast, danke. Ja, das ist... Drücke X zum Bauen. Oh, wir brauchen noch eine Bank. Und die bauen wir mal hier hin, ne? Ja. Bisschen drehen. Ui, guck mal hier. Zack. So, der Herr, da können Sie sich dann auch hinsetzen. Ein Schlafplatz, da machen wir, wollen wir wieder ein Tipi? Das eine hat mehr Holz, das andere verbraucht mehr Stoff. Wir machen mal ein Zelt. Wir machen mal ein Zelt. Sonst beschwert der Herr sich gleich wieder. So, hier hin. Da. Zelt ist angerichtet. Und dann brauchen wir noch... Er will haben Deko. Ein Zaun. Braucht Holz. Irgendwas, was Metall braucht, wäre ganz gut. 2 Pilze, 1 Metall, 1 Holz. Das ist gut. Eine Fackel. Prinzipiell nicht verkehrt.
muss man Ressourcenmanagement hier mal ein bisschen betreiben. Und dann brauchen wir noch eine Aktivität. Und zwar, was haben wir denn? Wir haben viele Pilze. Pilze und Metall haben wir viel. Oha, hier, Marktplatz. Holz, Metall, Feuerwerk, Münze, Pilze, Feuerwerk. Oh, abends etwas Besonderes. Oh, das ist gut. Juhu, guck mal hier, Fireworks. In der Natur, ne? Liebe Kinder daheim. Ah, zweifelhaft. Aber Fireworks. Wann kommt der erste Waffenladen? So direkt neben der Bank hier. So. Juhu. Okay. Knallen wir jetzt überall hin noch ein Feuerwerk. Ja. Memories, Pink Panther, Roadrunner, Darkwing Duck, Baloo und seine tollkühne Crew. Kann man da eigentlich noch was machen? X zum Bearbeiten. Platzieren, drehen, recyceln. Meine Augen fallen zu und er geht ins Bett. Ein neuer Camper ist im Westbach eingetroffen. Wuhu! Was zu essen müssen wir hier auch hinstellen. Wichtig, Eisstand, ein Grill. Ich bin da immer so der Grillmensch. Weiß auch nicht warum. Das Feuerwerk ist aber sehr laut. Ich kümmere mich gleich um Sie, der Herr. Ich muss noch den Grill platzieren. Ich muss wohl auf dem Boden schlafen. Weißt du, gerade angekommen und schon was zu meckern. Ja. Feuerwerk im Lagerfeuer im Wald passt, gell? Ja. Das ist... Ja, das... So, dann noch ein Grill. Also, wir haben Fackeln, wir haben Feuerwerk. Wir haben einen Grill. Was soll passieren? Und jetzt noch ein Grill, genau. Ja, es wird gut. Es wird fantastisch. Gibt es noch eine Feuerlöscher? Habe ich, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Was können wir denn noch alles machen? Rastplatz. Ein Sonnenschirm. So direkt und direkt beim Feuerwerk. Da wird bestimmt nichts passieren. Eine Bank haben wir, glaube ich. Lager. Nee, eine Bank haben wir nicht, ne? Doch, haben wir. Dann würde ich gerne... Aber so ein Sonnenschirm. Picknicktisch. Wir brauchen auch noch... Wir haben noch Skills übrigens vergeben. Rastplatz. Dann bauen wir noch mal ein Zelt, damit... Oh. Warte mal, wenn ich schnell in das Zelt gehe, klappt das dann? Müssen wir mal probieren, oder? X zum Bearbeiten. Schlafen, ja, mein Zelt. Ah, guten Morgen. Na? Ein wunderbarer Tag. Mit dir haben wir noch nicht geredet. Hi. Okay. Ich liebe die Farben von deinen Federn. Das sind meine Federn. Ja. Danke, die habe ich von meiner Mama. Ich bin die ganze Woche hier. Ich bin ein bisschen raus aus der Stadt. Ist echt erholsam. Gute Idee. Ja, brauchen wir auch wieder. Yay, yeah, sehr gut. Oh, nächste Woche bin ich um die Uhrzeit wahrscheinlich auf der Autobahn. Sehr gut. Da mache ich nämlich auch mal 2 Tage frei. Aber nächste Woche schreibe ich auch noch im Discord dann nochmal hin, dass ihr Bescheid wisst, dass es nächste Woche Freitag, Samstag, Sonntag keinen Stream gibt. Müsst ihr mal ohne mich auskommen. Ja. Und dann im September nochmal eine ganze Woche frei. Also es ist, ich weiß, alles nicht genehmigt worden, aber ich bin da einfach mal so frei. Wenn du etwas zu tun suchst, solltest du dir das alte Schloss anschauen. Ich war lange nicht da, aber wenn ich mich recht erinnere. Und die 2 Tage verbringst du dann auf der Autobahn? Nein, nur zum Hin- und Herfahren. Dazwischen ist da was anderes. Ja, genau, einfach mal so 2 Tage auf der Autobahn. Genau. Ja, mal ein bisschen. Am besten noch mit dem SUV, so richtig schön, so wum, 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 wum. Ja, Klimaerwärmung, GZ. Die Schlümpfe? Ich fand Schlumpfine immer blöd. Und ich will jetzt das Thema wieder nicht aufmachen, ne? Dass es Papa-Schlumpf gibt, eine Schlumpfine und dann nochmal 99 andere Schlümpfe. Ja?
Ich finde das zweifelhaft. Wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, schwierig. Ja? So. Porsche mieten und dann 2-3 Tage Autobahn? Ja, bekloppt. Ja. Da kannst du ja, also sagen wir mal so, du kannst, es ist ja, in Deutschland ist ja also nichts gegen freie Fahrt für freie Bürger. Es muss ja immer situationsangemessen sein. Und mittlerweile ist ja so, auch zu Recht, dass es viele, viele Bereiche gibt, wo du halt nur 120, 130 fahren kannst. So. Und wenn irgendwo 130 ist, fährt ja jeder sowieso 149. Ja? Weil ab 20 km/h mehr auf der Autobahn, dann fängst du an, Punkte zu sammeln. So. Und ab 40 schneller, Führerschein gleich weg. Das reicht dann ja. Ja? Ja. Aber manchmal gibt es auch so Bereiche, wer das zum Beispiel, gibt ja so Strecken, zum Beispiel da auch Richtung Hannover oder so, wenn du da manchmal langfährst und das ist top ausgebaut, dreispurig, keiner da, es ist trocken, da wäre es dann ein bisschen blöd, 120 dran zu machen. Naja, aber das ist das Einzige, was ich an meinem neuen Auto vermisse. Ich hatte vorher bei dem Golf auch einen Tempomat mit dabei, der hat das jetzt nicht. Das ist manchmal ganz angenehm. Du machst einfach klack, 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 klack. Ein Tempo. Und es ist sehr entspannt zu fahren. Und in den meisten Fällen ist es wirklich so, wenn du dann immer anfängst, so hektisch zu fahren, du kommst eh nicht schneller an. Also bei 3 Stunden oder bei 4 Stunden Fahrt, wenn du dann die ganze Zeit so versuchst, tschüp, 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 tschüp. A, es kostet nur Stress und Nerven und Benzin damit Geld und du sparst, dann bist dann 5 Minuten früher da. Wahnsinn. Ey, ja. Ein beeindruckender Ort. Danke für den Vorschlag. Wo ist das? Nach meiner Erinnerung musst du zum Schildkrötenfelsen. Da müssen wir unbedingt mal hin. Ja. Was? RCC und DSG ist eine entspannte Kombi. Das wird. Ich kenne AC/DC und Deep Space Nine, aber nein. Das wird sowieso irgendwann mal der Fall sein. In 40 Jahren. Da werden die Leute sagen, bitte was, ihr seid noch selber gefahren? Das wird kommen, autonomes Fahren. Und es wird gut. Ja, das wird gut. Das ist, irgendwann wird es kommen. Ist nur eine Frage der Zeit. Ob das paar Jahre früher oder später, dann brauchst du auch nicht so viel Platz, weil du kannst dann ja die Autos oder die Einheiten, wo der Mensch drin sitzt, kannst du ja viel besser zusammen koordinieren, viel flüssiger machen. Und dann passt das. Da setzt sich rein, drückst auf den Schalter und das war's. So. Und die Technik ist da und funktioniert. Und es wird dann weniger Unfälle geben. Weil die größte Gefahrenquelle im Straßenverkehr ist was? Richtig, der Mensch. Ja. Deswegen, naja. Wird das irgendwann mal so kommen, jedenfalls für die Langstrecken. Ich meine, wenn man sich mal vorstellt, wenn ich jetzt wieder Richtung alte Heimat, Richtung Rhein-Main-Gebiet fahre. So. Das wäre doch ein Traum, wenn ich hier dann in ein Auto, nennen wir es einfach mal Auto, einsteigen würde, dann noch individuell zur Autobahnauffahrt fahren würde. 10 Minuten. Wenn überhaupt. Ja, 10 Minuten. So. Und dann auf den Knopf drücke, über das Navi, wo ich hin möchte. Und dann übernimmt der, dann übernimmt das Auto. Man muss halt loslassen können, ne? So. Und dann hast du gar keinen Stress. Dann fährt er gemütlich 120 und das war's. Kannst dich mit deiner Beifahrerin unterhalten. Hörspiel, Hörbuch, Tablet, irgendwas. Ja. Oder machst ein Nickerchen. Ist doch toll. Ja? Na gut, Nickerchen vielleicht nicht, aber so, das wird es irgendwann geben. Finde ich gut. Ja. Abstandstempomat und Automatik. So, Schildkrötenfällen, da müssen wir auch nochmal hin. Wie sind wir jetzt eigentlich auf Autos gekommen? Achso, weil ich gesagt habe, dass ich ja jetzt nächste Woche um die Uhrzeit woanders bin. Das war's. Und eine Weile nach Westen. Okay. Ich hab so Hunger. Ja, da gibt's auch was zu essen. So.
Wir brauchen unbedingt Holz. Wir haben kein Holz mehr. Wir sammeln erstmal die Münzen. Und das Interessante daran ist ja auch, dass es gibt ja viele Bedenken, ob jetzt berechtigt oder unberechtigt. Westbach waren wir, ne? Pixel Askern, danke für den Follow. Ist das, natürlich wird es dann auch Unfälle geben und auch Tote bei autonomem Fahren. Da muss man sich ja nichts vormachen. Nur insgesamt ist es besser, als wenn jeder fährt. Das ist dann immer etwas, was sich erstmal durchsetzen muss oder was dann erstmal akzeptiert werden muss, dass man sagt, nee, ich lass mal los. Das wird noch ein bisschen dauern, dass man das dann einfach gegeneinander abwägt, weil ist ja heutzutage auch so, wenn man sagt, naja, ich fahre dann lieber selber und so, aber wenn das jeder macht, wenn die Leute nicht anständig fahren, links und rechts oder und du selber ein bisschen nicht aufpasst, naja. Also, deswegen, es gibt ja auch bei, gibt ja diese autonomen Fahren, auch so Google, da sind ja alle mit dabei, die Großen. Wenn da mal ein Unfall ist oder irgendwas nicht funktioniert, Sand im Getriebe ist, gibt es immer Nachrichten und Fernsehberichte und alles drum und dran. Ist alles schön. Aber Rucksack, trage mehr Ressourcen, ist auch interessant. Wenn man es dann mal über alles sieht, bist du sicher? Ja, so ein bisschen. Die Karte zeigt mir Elemente. Ah, genau das wollte ich nämlich haben. Jetzt sehe ich nämlich hier die Wege. Das war nämlich das, weswegen ich das genommen habe. Sehr gut. Sehe ich auch, wo ich bin. Ich bin da, ne? Tja. Okay. Warte mal. Siehst du mal, ist das der Weg? Und dann hast du ja, genau, dann hast du ja hier bei diesen. Oh, hier waren wir noch nicht. Sag schon. Da waren ja immer diese Steine, wo die Nummer drauf ist. Dann habe ich hier eine Orientierung. Ja, wie geil ist das denn? Sehr gut. Und wir brauchen jede Menge Holz. Holz, Bäume töten, da waren wir hier doch schon mal. Ich glaube, in der Nacht sind wir hier einmal durch. Und dann vielleicht mal hier lang. Kommen wir da hoch? Ah, komm. Auch das ist etwas, was ich viel zu selten mache. Beziehungsweise, wo man hier drauf achten muss, dass man ja auch... Oh, da unten ist was, ne? Da unten ist was. Da ist was. Können wir da runter? Hui, den direkten Weg. Drücke X, um mit Adriana zu reden. War das Versteckspiel hier? Ah, du hast dich gefunden, natürlich. Ja, das war nicht leicht. Ah, reiner Zufall. Das heißt, sie hat sich jetzt einen halben Tag oder fast einen Tag versteckelt. Ich habe mich schon gefragt, ob du mich jemals findest. Als ich das letzte Mal gespielt habe, habe ich mich 2 Tage lang versteckt. Ja. 2 Tage? Wow. Meine Freunde haben mich immer noch nicht gefunden. Ehrlich gesagt, kann ich sie auch nicht finden. Oh. Naja, du hast mich gefunden. Du hast eine Quest abgeschlossen, Versteckspiel. Sehr schön, kann ich mit dir... Es hat super viel Spaß gemacht beim Versteckspiel. Sehr gut. Was ist das hier? Und die Bahn müssen wir auch noch reparieren. Wir haben ein bisschen noch was vor uns, ja? Wir brauchen Holz. Sehr viel Holz. Das ist eine Schaufel. Dein Golf kann fast autonom fahren. Alleine lenken, Gas geben, bremsen, schalten, ne? Und Mick, ne? Also, wenn man... Gut, mein jetziger, der ist nicht. Ich glaube, von meinem Bruder, der kriegt immer einen Firmenwagen, der hat auch schon dieses ganze Schnickschnack drin, auch mit dem Abstand und den ganzen, was da alles gibt. Es ist, wenn man ganz ehrlich ist, entspannt zu fahren, gell? Beide Hände am Lenkrad, ne? Aber es ist generell, es ist entspannter zu fahren. Das ist immer etwas, was man da immer dazu sagen muss. Finde ich jedenfalls.
Wo sind wir? Ist hier ein Richtung Schildkrötenfelsen. Da müssen wir mal hin hier, ne? Ne, auf jeden Fall, gell? Das ist zum Beispiel so etwas. Boah, ich weiß noch, während der Ausbildung, da bin ich dann. Da warst du auch lang unterwegs. Also ich weiß noch, um 8 Uhr Frankfurt Ausbildung. 6 Uhr, glaube 25 bin ich immer aus dem Haus. Boah. Kam um 6 Uhr paar 30 der Bus und dann machte um kurz vor 8 am Bahnhof. 8.05 Uhr, 8.10 Uhr ging, glaube ich, der Zug. Dann warst du um 8.40 Uhr Frankfurt Hauptbahnhof, S-Bahn und dann warst du dann Büro. Ah. Das hätte man auch mit dem Auto machen können. Ich hatte damals noch keins. Ich habe das ein, zwei Mal gemacht. Mein Bruder hatte ein Auto, älterer Bruder, ist immer geil, Auto. Und dann habe ich das ab und zu mal auch mit dem Auto gemacht. Gut, ist noch Fahranfänger, aber stressig. Ist dann echt Stress, ja. Das ist, hatte da zwar auch einen Parkplatz direkt vor Ort in der Tiefgarage und musste man anmelden, konntest du ab und zu mal bekommen. Huiuiuiui, also da warst du dann schon mal fertig mit der Welt, ja. Frankfurt und Auto ist übel, ja, vor allen Dingen, wenn du dich nicht auskennst. Also das ist aber generell etwas, dafür sind Navis mittlerweile sehr gut. Oder ganz normal, Smartphone, Handy, da ist ja alles mit dabei. Ja. Ich finde es nach wie vor immer noch praktisch, sich eine Grundorientierung vorher mal zu holen, auf die Karte gucken. Damit man überhaupt mal weiß, wo es ungefähr hingeht. Aber gerade was so einsortieren eingeht oder einreihen, wenn du so auf einer Ampel zufährst. Das ist das, was einem an Orten hilft, die du nicht kennst. Weil, das kenne ich auch noch von früher, wenn du dann irgendwo bist, du kennst dich da nicht aus, du weißt ungefähr, wo du hin willst, dann hast du dich einmal falsch eingeordnet und dann so im Berufsverkehr kannst du nicht oder willst du nicht und dann fließender Verkehr und dann kannst du doch nicht links abbiegen, fährst du geradeaus weiter und dann, um Gottes Willen, dann musst du sehen, irgendwo drehen, wenden und dann fängt das große Thema an. Ja. Das ist bestimmt eben auch schon mal passiert. Ja. Oh, hier. Oh, das sieht gut aus, oder? Ja. Immer mal so grob mit Google Maps per Route planen und dann mit dem Navi. Wenn ich mir überlege, früher. Genau, das war immer der erste. Genau, als dann das erste Mal so Internet gab mit Google und so, hast du es dann ausgedruckt. Was ich immer früher gemacht habe, war. Das ist aber nichts verkehrt. Als. Dann habe ich mal auf dem Zettel das aufgeschrieben, wo ich lang muss. Und dann habe ich wirklich so einen ganz kleinen Zettel genommen und den dann so vorne ans Auto und dann immer so A7 und dann, keine Ahnung, Kassel A5 oder nur als Beispiel. Ne? Und dann Autobahnabfahrt, zack, ne? Rechts. So. Und das funktioniert. Ja. So, hier ist was, nehmen wir mit. Naja, und irgendwann hat dann die Technik Einzug gehalten. Wir haben immer noch einen TomTom. Naja, obwohl wir mittlerweile, also wenn, dann meistens dann auch Smartphone benutzen. Aber TomTom hat auch so seine Vorzüge. Ja. Ja, das ist, der Klassiker. Ja, genau, Mick. Das habe ich mir irgendwann abgewöhnt, Staus oder stockenden Verkehr zu umfahren. Also Autobahn runter und dann Landstraße und dann wieder hoch. Das ist meistens das Blödsinn. Weil dann lieber 5 Kilometer Stop and Go, ja? Weil die anderen fahren ja auch alle runter. Zumal man ja auch nie weiß, wann ist die Meldung, ja? Da hat immer der TomTom, der spinnt dann auch manchmal. Der hat dann auch irgendwie so Verkehrsmeldungen dann mit dabei. Also, traue ich kein Stück. Oh, da unten, das sieht gut aus hier. Da ist eine Münze. Kommen wir da, aber warte mal. Warte mal, hier war ein Tipp, ne? Drücke X für einen Tipp.
Sieht aus, als gab es hier einen Steinschlag. Das hatten wir noch. Wenn ich zum Schildgang kommen möchte, muss ich wohl einen anderen Weg finden. Einen anderen Weg. Aber wie? Hier können wir springen. Einsammeln. Da unten ist eine Münze. Das heißt, da waren wir noch nicht. Das heißt, wir gehen mal hier runter. Hui. Hui. TomTom habe ich auch noch, falls ich mal beruflichen Leihwagen ohne bekomme. Ja, oder zum Beispiel, es ist ja manchmal auch, ich habe zum Beispiel nur Prepaid. Und wenn man ein bisschen, gut, ich habe jetzt auch mit Ladegerät und so, muss ich noch installieren, habe ich mir extra geholt. Fürs Auto, für Radio, so eine Sache. Ist immer noch auch bei uns im Handschuhfach des TomTom. Oh. Wenn du mal kein Netz hast oder so, oder Handybatterie all oder Akku leer, oder willst Datenvolumen sparen, für sowas ist es gar nicht verkehrt. Oh. Hier waren wir, ne? Oh, mal gucken. Pew. Oh, mal gucken. Gucken. Sieht gut aus, oder? Ich hoffe jedenfalls. Saß so richtig? Hier können wir ja wieder hoch, wenn wir wollen. Da ist Holz. Holz muss ich immer schön viel mitnehmen. Ich und mein Holz. Außerdem, wir leveln ja, indem wir Sachen aufsammeln. Ah, sogar gar kein Datenvolumen. Was sind wir denn halt? Die Karte mal anschauen. Wo sind wir denn hier? Ende der Karte, ne? Ja. Es geht bei mir, es ist bei mir ähnlich, Mick. Es ist, deswegen brauche ich, als ich bei der Telekom das erste Mal dann auch so, dann wollten wir dann auch so Vertrag und alles mögliche dann so. Dann habe ich gesagt, guter Mann, brauche ich alles nicht. Ich kenne mein Konsumverhalten, ja. Ich brauche einfach nur, dann habe ich immer dieses, was ist es? Komm mal gucken hier. Ich glaube 1,5 Gigabyte. So, das ist nicht viel. Aber ich mache ja unterwegs nichts. So. Wenn ich jetzt hier drauf schaue, so. Noch 1,41 Gigabyte Rest. So. Von 1,5. Das heißt, ich habe gerade mal. Was ist das? 100 MB gerade mal verbraucht. Also noch nicht mal ein Prozent. Und bei mir bin ich gerade Halbzeit. Also es ist noch 16 Tage. So. Und wenn ich mal mit dem Handy hier Leute anrufe, sind die meistens dann auch noch bei der Telekom. Das zählt dann auch nicht. Also, Solange ich mir keine Videos anschaue und das bisschen WhatsApp, das Einzige, für was ich das wirklich brauche, ist, ja, für WhatsApp, dass man was hat. Mal im Discord, wenn du unterwegs bist, was machen. Ansonsten bin ich da auch sehr, sehr gemütlich unterwegs. Und wie du auch gesagt hast, hast ja meistens überall WLAN. Das hilft uns aber nicht, den blöden Felsen hier zu finden, die Schildkrötenfels. Was haben wir hier? Drücke X, wo sind wir? Die Nummer 6, das heißt, ja, da müsste irgendwie so halb rechts sein, das wird aber nicht angezeigt. Geht's hier hoch? Oh, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ich
kann man Sachen einsammeln. Level 6 erreicht. Du hast 2 Skillpunkte verdient. Oh, sehr schön. Du trägst zu viel. Baue was im Camp. Ja, schön. Wenn du Bilder aus dem Urlaub holst, ohne wieder, dann wird's eng. Stimmt, genau. Was ist denn Urlaub, Mick? Ja, nee, das stimmt. Aber das ist, das habe ich gemerkt, als ich unterwegs war, um zum Beispiel von der Gamescom oder in St. Petersburg. Und wenn du dann Bilder hochlädst, das stimmt. Ja, da geht's relativ schnell ans Datenvolumen. Vor allem, wenn du es immer gleich machen willst von unterwegs. Das geht dann relativ zügig. Gucken wir hier nochmal. Ah, guck mal hier. Weidenufer. Karte aktualisiert. Sehr schön. Können wir hier gleich was bauen. Und es sei denn, man ist dann mal so diszipliniert und wartet. Man macht Foto. Dann wartest du, bis du wieder im Hotel bist oder im Büro oder wo auch immer du WLAN hast und dann lädst du sie halt hoch. Ja. Lagerfeuer. Einmal. Ein Lagerfeuer. Zack. Oh, das ist gut. Wird ja eh Nacht. Sehr schön. Zack. Hüp. Ja. Achso, nochmal drin. So, da kommt gleich ein neuer Camper. Erstmal. Ja, wir bleiben. Was haben wir denn mehr? Holz haben wir mehr als Stoff, ne? Bauen wir mal hier einen Tipi. Komm. Zack. Was zu essen. Machen wir 5 Holz, 1 Stoff. So, mal einen Eisstand. So direkt nebendran. So. Und noch eine Aktivität. Marktplatz. Da brauchen wir 30 Münzen. Müssen wir auch mal irgendwie haben. Kumpel in meinem Technikmuseum. Sinsheim, Speyer. Da um die Ecke. Stimmt, da gibt's sowas, ne? Der hat dann mit der Kamera 2-mal den Akku wechseln müssen. Ja. Immer mein Bruder. Der macht auch also viel mit Kamera und Foto und allem drum und dran. Der so seine Tasche dabei hat. Ja. Oder seinen Rucksack, wo er dann extra noch so. Der ist aber auch Konsumverhalten, also da wunderbar. Da freut sich die Industrie. Er hat extra noch eine Tasche und dann hat er extra dann danach sich dann so einen Rucksack gekauft, so Fotorucksäcke, was da alles gibt, dass du es da auch mit den Fächern und so machen kannst. Und die Objektive und das und Akku hin und her. Ja. Was ich jetzt habe, hatte ich mir von Peter geschenkt bekommen. Warte mal, muss mal zeigen. Ich habe jetzt mein eigenes Handtäschchen. Ich benutze eigentlich, wenn ich unterwegs bin, gerne entweder so diese Bauchtaschen. Ne? Also diese Taschen, die da halt so um den Bauch schimmelst. Oder. Schwarze mir irgendwann mal. Das ist halt meine eigene. Na. Küstenkind. Boah. So eine kleine Tasche. Boah. Boah. Siehst du häufig. Das ist gar nicht so verkehrt. Dann brauchst du eigentlich, wenn du nur mal so unterwegs bist. Das heißt, ich machst du hier, wie heißen die immer? Wie heißt der Gerät, wo du die Batterie zum Mitnehmen, zum Anstecken für einen Akku? Wie heißt das? Anyway, da kann man halt ein paar Sachen reintun. Sieht immer ein bisschen merkwürdig aus, so Herrentasche oder Handtasche für Männer, aber ist ganz gut. Also stehe ich zu. Powerbank, das war der Fachbegriff, der mir gerade nicht eingefallen ist. Genau. Da kannst du dann so Kleinigkeiten reinmachen. Das war immer so ganz, ganz gut. Dann zerknüllt es nicht, musst du nicht immer alles in den Taschen haben. Oder es ist praktisch. Also zum Beispiel, wenn ich
als ich jetzt die letzten Male auch in die Stadt musste, wegen Impfen und so, und dann hast du dein Impfbuch, dann hast du nochmal, wie ich nun mal bin, nochmal die E-Mail ausgedruckt oder sowas. Dann nimmst du ein bisschen was mit, also das ist immer ganz gut. Ratzfatz, hallo, moin. Ich wollte eine Attraktion bauen. Radio, ne? Zwei Pilze, ein Metall. Oh ja, das ist gut. Rolling, rolling, rolling. Jetzt schicke die Punk ab. Zack. Zack. So. Ein neuer Camper. Warte mal, ich kann X zum Reden. Schatz, mein wunderbarer Schatz. Ach, der schläft. Ich bin der ganze irre. Handtasche im Rucksack. Sowas hatte ich dann auch. Also, ich habe einen wunderbaren neuen Rucksack. Der ist richtig schön. Der ist richtig groß. Kannst du viel mitmachen. Nur er wäre halt relativ überkandidel, ne? Und wenn man... Ist das hier? Und... Kommt ja immer drauf an... Sagen wir so, wenn... Was du machst. Also wenn wir zum Beispiel an die Nordsee fahren, Cuxhaven und dann ins Watt wandern. Dann natürlich Rucksack. Ja, Schuhe ausziehen, kannst ein Handtuch mitnehmen, eine Wasserflasche, Rucksack, passt. So, dann marschierst du durchs Watt. Wunderbar, stört nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt dran denken würde, jetzt nächstes Mal wieder Gamescom, hatte ich dann auch immer so einen kleinen Rucksack dabei. Aber es wird dann schwer, es wird blöd, irgendwie. Und so viel Platz brauchst du gar nicht. Da ist so ein kleines Handtäschchen eigentlich besser. Wenn du da keine großartigen Wertgegenstände hast, reicht das. Ne? So Powerbank, vielleicht wenn du Visitenkarten dabei hast, Aufkleber oder ne, wenn man sich mit den Leuten unterhält, kannst du da einstecken oder den anderen geben und es reicht. Also wenn man da nicht anfängt, irgendwelche Merchandising in Überfluss zu holen, passt. Ja? Eisstand hatten wir gebaut, ne? Wir sollten noch mehr bauen, irgendwas für Pilze. Und eine Übernachtungsgelegenheit. Und wohin packst du die ganzen Kobi-Schiffe? Die holt man dann beim... Ich hab doch nur eins und es ist noch nicht mal zusammengebaut. Wisst ihr, ne? Habe ich von Peter geschenkt bekommen zum Puzzletag. Die Warspite, die basteln wir dann zusammen. Muss erst mal gucken, ob mir das gefällt und so und dann nach oben. No Limit. Welches? Hier, Warspite bekommen. Und Ola, guten Tag, hi. Willkommen bei Haven Park. Auf die Prinz Eugen schiele ich auch noch ein bisschen. Aber wir fangen erstmal mit einem Schiff an. Nicht, dass es nachher ausartet. Du musst sie ja auch irgendwo platzieren. Also da oben könnten wir welche hinstellen. Da müssten halt die Boxen wieder weg. Die haben wir eigentlich genau aus dem Grund dahingestellt, weil es ein super Stauraum ist. Ja. Und hallo aus dem Lurk. Yay! Und ich muss mal... Weißt du, wie das... Hast du das... Oh, Entschuldigung, der Rest kann ja mal weghören. Hast du diesen einen Auftrag auch angenommen? Ich weiß gar nicht, wie der funktioniert mit diesem... Kleinen Moment, das hat nämlich gestern geklappt. Mit diesen... Prinz Eugen hast du zusammengebaut, schönes Schiff. Ja. Ist aber, glaube ich, zurzeit auch das teuerste, glaube ich, von den ganzen Schiffen. Weil Prinz Eugen fände ich halt geil, weil so Yamato oder das sind halt jeder, oder? Ne? Das sind immer so die Schiffe, die alle haben. Prinz Eugen, naja. Genau, Stream Raiders. Ich muss mich nachher damit mal auseinandersetzen, wie die das meinen. Naja, gut. Gucken wir mal. Wollte halt einen Kreuzer. Was wollte ich bauen? Ich wollte einen Tippi, haben wir gesagt, ne? Oh, wir haben keinen Stoff. Ja, dann ist natürlich Ende Gelände. Dann müssen wir... Tja. Das ist ja blöd. Was brauchen wir sonst noch? Was zu essen? Und bauen noch einen Grill. Das wird hier, also Hunger müssen sie nicht leiden, die Camper hier. Da ist die Mucke. Bauen wir dich mal hier hin, oder? Ein bisschen drehen, zack. Alle hopp. Oh ja, stimmt. Nee, warte mal, nicht die Warspite, ich habe die Belfast. Entschuldigung, was erzähle ich für einen Blödsinn?
Belfast habe ich. Warum sollte ich mich auch mit Schiffen auskennen? Warspite, Belfast. Habe ich jemals irgendwas mit Schiffen zu tun gehabt? Hm? Woher? Oh, es kommt hier das Ironiebärchen. Ja, geil. Voll gut. Ja. Ja, die werden ja auch immer besser, ne? Was die Bautechnik angeht und die Rundungen und sowas. Naja, wir fangen dann erstmal mit dem ersten Bötchen an. Und dann schauen wir mal, wie das dann so alles ist. Die Steinequalität der Panzer ist gut. Weiß ich, da kann Ola vielleicht was sagen. Aber generell sollen ja die Kobi-Steine alle sehr, sehr gut sein. Also das ist, Und was ich auch immer gerne ist, also, ist ja wohl der einzige Klemmbausteinhersteller, der ausschließlich in Europa produziert. Ja. Das darf einen dann vielleicht auch mal vielleicht ein Zehner mehr wert sein, oder? Muss ja nicht alles aus China kommen. Oder? Geht ja auch hier. Und das finde ich gut. Mit einem Produkt, was gut ist. Panzer haben sie ja auch. Alles Mögliche. Also, passt. Ne? Das ist... Weißt du, das ist dann immer so dieses... auf der einen Seite beschwert sich jeder, oh, Klimaerwärmung und. Ne? Aber dann... Keine Ahnung, Lego und wie sie alle heißen und dann aus dieses ganzen Plastik dann aus China produziert hierher transportieren. Weil es dann halt ein bisschen günstiger ist. So. Das ist dann immer so wie mit dem SUV zum Biomarkt fahren. Ist auch geile Idee. Ja, das. Ne, das ist dann immer so, wenn es dann plötzlich an den eigenen Geldbeutel geht, dann. Ach! Naja, es ist dann immer etwas so plötzlich. Da haben wir 4 Holz. Kann man irgendwas mit nur mit Pilzen machen? 2 Pilze, 1 Metall, 1 Holz. Das sieht gut aus. War noch eine Fackel, ist immer gut. Richtiges Modellbau. Da bin ich wieder zu unbegabt für. Oder, ja, was heißt oder? Und. Also, so richtig schön habe ich früher mal gemacht. Ich glaube, Scharnhorst hatte ich, nee, oder Gneisen hatte ich früher auch mal. Ich hatte ein paar Modellboote gehabt. Bin ich zu ungeduldig für. Und zu dapsisch. Das heißt, gib mir, also ich hoffe, das funktioniert, gib mir die Bausteine, die klöppel ich dann zusammen. Vielleicht machst du dann mal irgendwann falsch. Gut, bei Kobi das wieder auseinanderkriegen, es soll ein bisschen schwieriger sein, weil die echt kräftig sind, aber das ist in Ordnung. Was bei richtig Modellbau, das sieht immer geil aus. Ich bewundere die Leute, die sowas machen. Was mir da halt immer abgeht, ist, du musst halt genau wissen, wann du was wie machst. Teilweise sehr filigran arbeiten. Du musst die Sachen auch vorher anmalen, trocknen lassen. Und solche Dinge. Und das ist, nee. Man muss auch wissen, wo seine Grenzen sind. Das ist so, ich wollte mal mit dir reden. Ja. Hey, du wirst dich um das Camp, natürlich, quasi, ich liebe diesen Ort. Ist echt schön hier, danke. Ich würde 4 Sterne geben, warum nicht 5? Cool. Von 10. Oh, das ist nicht so gut. Kann ich irgendwas tun, um die Wertung zu verbessern? Paintball? Oh, vielleicht. Du solltest auf jeden Fall Paintball anbieten. Die Leute können sich woanders ausruhen, habe ich recht? Vermutlich. Ich denke drüber nach. Ich sollte den nicht direkt... Ich habe Hunger, ich brauche was zu essen. Boah, die Leute nicht direkt am Radio ansprechen. Das ist dann so laut hier. Ja. Als Kind Flugzeuge hatte ich auch gebaut. Ja. Aber das Bemalen und Bekleben, ja, so war das bei mir auch. Und sagen wir mal so, man war sehr großzügig mit diesem Plastikkleber, ne? Man war sehr großzügig mit dem Plastikkleber, ja. Aber es sieht schon, also man, gerade wenn man dann auch anfängt, bisschen, also was heißt richtig Modell, aber wenn du diese, wie heißen die dir, also wenn du so diese Schaukästen machst oder sowas, siehst du ja manchmal auch in diesen Modellbauläden,
wo dann auch mit dem Panzermotorrad und also wenn dann gerade so Zweiter Weltkrieg so Szenen nachgestellt werden und so, ne? Das ist schon geil. Und wenn die dann anfangen, nicht nur aus dem Vorgefertigten, sondern wenn du dann anfängst, selber aus, egal was ist, aus Holzstyropor und dann mit Farbe und Malen und sowas, kann auch ein Eisenbahn-Ding sein, ne? Was nicht militärisch ist. Ne? Das ist dann, das finde ich dann krass und geil. Also, das ist dann so Next Level. Das finde ich gut. Legal schnüffeln, ja genau. Airbrush ist natürlich auch lecker, ja. Naja, also bei mir, ich fange erstmal mit meiner Belfast an und dann gucken wir weiter. Und nein, die werde ich nicht im Stream zusammenbasteln. Hast du von der Legende des Parks gehört? Nein. Man erzählt sich, hier wäre ein Schatz versteckt. Oh, ein Schatz? Mein Schatz ist gerade auf der Arbeit. Haha. Gib mir 10 Münzen und ich erzähle dir mehr. Klar, ich... Warte mal, klar, 10 Münzen? Ich liebe eine gute Schatzsuche. Klar, bezahlen wir, oder? Wir kriegen ja Geld nach. Klar. Okay, die Anzahl passt. Minus 10 Münzen. Vielleicht hätten wir noch falsch können, aber... Ey. Die macht das falsch. Die hätte eigentlich... Hätte die... Lootboxen machen müssen. So Boxen, die du dann für... 3 Gold verkaufst. Und dann mit einer Chance, dass dann die Schatzkarte drin ist. Das wäre eigentlich besser gewesen. Tja, schlechtes Marketing von der Dame, ne? Erzähl mir mehr. Die Legende besagt, muss ich mir jetzt das merken oder aufschreiben? Es war einmal ein alter Kaufmann, der im Golde schwamm. Seine Söhne waren gierig und böse, waren hinter ihrem Erbe her. Er war es leid, die beiden streiten zu sehen. Er kam aus einem fernen Land, brachte all sein Gold an einen Strand, versteckte es tief im Sand, fest im Griff einer großen Hand. Fest im Griff einer großen Hand? Ist das alles? Jupp, viel Glück. Quest, finde den Schatz. Also, irgendwas mit... So, jetzt geht die Essen, dann kriegen wir das Geld wieder. Irgendwas mit einer Hand. So, mal gucken. So, erstmal hier Münzen einsammeln. Oh, 4 Münzen. Sammeln Münzen. Sehr schön. Wir könnten auch noch... Wir haben so viele Pilze, ne? Haben wir eigentlich noch Skillpunkte? 2 Stück. Kaufmann. Kauf und verkaufe Ressourcen an jedem Marktplatz. Da sehe ich mich. Schalte neue Gebäude frei. Wäre auch mal ganz nett. Sehe mehr beim Erkunden. Trage mehr Ressourcen. Ich würde gerne auf den Baumeister mal sparen, glaube ich. Können wir eigentlich schon den Marktplatz bauen? Da ist er, ne? 2 Stoff und 30 Münzen. Kaufe jede Art von Ressourcen. Metall, Holz, Pilze, Stoff. Ja, das ist das, was ich glaube, das müssen wir als nächstes machen. Ja. Weil... Drücke X zum Einsammeln. Was denn einsammeln? Ach, du kriegst... Ach so! Das Holz kannst du einsammeln. Fällt mir das zum ersten Mal auf. Ist eigentlich gar nicht so schön. Also, haben die sich da eigentlich dann auch hingesetzt? Eine Bank? Naja gut, du kriegst... Da kriegst du ein Holz mehr raus, ne? Also... Einmal. Ey, kann ich einen Cheeseburger bekommen? Natürlich, klar, der Herr. Die Dame. Immer schön Geld ausgeben. Natürlich. Sammle Münzen, sehr schön.
Also Geld ist hier, glaube ich, dann kein Problem irgendwann mal. Ach, die gehen da runter. Dann gehen wir da auch mal lang. Und zwar X zum Bearbeiten. Platzieren, drehen, selber hinsetzen darf ich mich nicht. Der arme Piepmatz. Der muss die ganze Zeit arbeiten. So, wir sollten noch einen Schlafplatz bauen. Aber wir haben nicht genügend. Kannst du was empfehlen? Klar, den Cheeseburger. Der kommt immer sehr gut an. Ah, aber nicht am Eisstand. So. Gehen wir hier runter. Also, wir müssen auch noch einen Schatz finden. Ein Schatz. Was ist hier? Einsammeln, Stoff brauchen wir. Geht's hier hoch? Oh, hier ist eine Nummer, das ist gut, drücke X. Nummer 6 sind wir. Und, dann sind wir ganz da unten. Okay. Das ist sehr praktisch. Dann gehen wir hier mal weiter. An der Küste ist, glaube ich, nicht so gut. Wir bleiben auf den Wegen. Glaube ich, immer ein bisschen besser. Bei der Nummer 6. Wenn wir hier wieder hochgehen, kommen wir zu unserem Camp. Nee. Hier ist eine Kiste. Stoff, Metall, sehr gut. Dieses blöde Schildkröten-Ding müssen wir mal finden. So, Pilze nehme ich nicht mit. Da haben wir genug von. Oh, da oben. Hier ist auch wieder ein Platz. Sehr gut. Schwarzer Turm. Deine Karte wurde aktualisiert. Sehr gut. Der Heidewitzka müssen wir mal richtig gucken, wie wir das jetzt hier machen. Erstmal Lagerfeuer bauen. Und dann wird es, glaube ich, langsam Zeit für ein neues Käffchen. Also nicht für den kleinen Piepmatz. Für das Flauschebärchen hier. Schwarzer Turm. Kann man da eigentlich irgendwas machen? Das ist nur eine Lampe. Bungalow und Holzhütte. Da brauchen wir Skill für. Oh man, Tippi, weil Holz haben wir eigentlich genug. Für heute etwas weniger, fast keine Zeit mehr hat. Ja, das ist ja der Grund. Warum dieser eine berühmte Klemmbausteinehersteller, nennen wir mal Lego, genau die Leute ja als Zielgruppe habt, die früher mit Lego aufgewachsen sind, die gern gebastelt haben, heute gar nicht mehr die Zeit dafür haben und dann kriegst du relativ überteuerte Lizenzprodukte, ja? Kannst du zusammenbasteln, passt. Ja? Hallo, ich will mit dir reden, bleiben Sie hier. Bist du der Manager von diesem Park? Ich kümmere mich. Eigentlich Omi hier ist noch Manager, oder? Naja, quasi, genau. Na, eine Stunde zocken nach der Arbeit, ein, zwei Serienteile, das war's. Boah. Du machst einen super Job. Natürlich mache ich einen super Job. Ich werde gelobt. So, der gefällt mir. Darfst hier bleiben. Mit Fifi? Also, wenn ich den Schildkrötenfelsen sehen möchte, du weißt schon. Ein paar coole Instagram-Bilder zu bekommen. Was ist der schnellste Weg? Du kannst entweder an der Klippe entlang gehen, an der Rückseite vom Schildkrötenfelsen oder mit der Gondel fahren, die auf der Nordseite des Felsen ist. Danke dir. Beides geht nicht. Der eine Weg war gesperrt und die Gondel ist noch kaputt. Aber, na gut. Du hättest gern was zu essen. Das ist ja zum Bauen. Eisstand. 5 Holz, 1 Stoff, 2 Münzen, 2 Metall. Oder ein Grill. Wir grillen. Veggie-Burger. So. Das ist aber ein sehr kleines
Ja, du hättest gern was zu essen. Der Herr kommt sofort. Wie stellen wir das hin? So, zack. Da. Ist doch alles da. Tut mir leid, wenn ich immer die Radios baue, aber es bietet sich halt an, weil Pilze und Metall und davon habe ich so viel. Ah, Rock'n'Roll. Sehr gut. Sowas mag ich ja, Achtung, Ironie, ne? Sowas mag ich ja auch. Bisschen der Natur und als erstes dann den Ghetto Blaster anwerfen, ne? Das ist der Grund, warum ich, wenn ich dann im September mal eine Woche Urlaub habe, worauf ich mich schon freue, ne? Muss man sich allerdings auch diszipliniert verhalten, wenn es darum geht. Dass man dann nicht jedes Mal aufs Handy guckt und so weiter und so fort. Man fängt ja selber damit an, dass man öfters immer so guckt, wenn du damit unterwegs bist. Aber es ist immer noch, gibt dann ja so Leute, sobald es Bing, egal wo du, wo sie sind, und erhältst dich mit, oder bist beim, wie auch immer, dann machst du einmal nur so Bing, Bing, dann fangen die Leute an, nervös zu werden. Ah, und dann ist es irgendwie nur eine, Entschuldigung, irgendeine irrelevante, blöde WhatsApp von irgendjemandem, das hättest du auch später lesen können. Ja. Freue mich auf deinen Urlaub. Gimbal und Handystativ gekauft. Was ist denn ein Gimbal? Da kenne ich mich wieder nicht aus. Du musst... Rognossi, moin moin. Du weißt doch, musst langsam mit dem Onkel. Also, was sind das? Was ist ein Gimbal? Also ein Handystativ, das weiß ich, was das ist, aber... Hier sind wir bei der Nummer 4. Oh, da sind wir. Das heißt... Ah, da ist der Weg, der ist gesperrt. Dann gehen wir geradeaus und dann rechts hoch. Na, jetzt haben wir hier endlich mal ein bisschen Orientierung. Was? Das. Oh, kommen wir da hoch? Komm, Vögelchen! Flieg! Wir können hier hoch. Warum? Kompliziert. Ein neuer Camper ist am schwarzen Turm. Na, Mahlzeit. Zack. Stabilisierung damit. Ach, das sind die. Ach ja, okay, alles klar. Oh, so richtig. Ach so, was Richtiges noch so mit Drehen und so. Eieieiei. Bin ich, warte mal, bin ich hier richtig? Canyon. Okay. Glaube ja, hoffe ich, ne? Mein Handy ist nicht smart. Hast du noch so ein altes? Die alte Ex, die ich habe, ist so durch. Also was ich... Sind drei Achsen mit drei Motoren. Ui. Hier waren wir. Mal schauen. Gehen wir mal hier weiter. Gehen wir Canyon. Schildkrötenfall. Da haben wir schon, ne? Da kommen wir halt nicht weiter. Dann müssen wir mal hier in den Canyon rein, hier. Chaos Lumpi Mahlzeit. Leider gibt es, sagt Olla, keinen gescheiten Kanuverleih. Das ist, das wäre schön. Uiuiui. Wie keinen gescheiten Kanuverleih. Gut, wenn, hilft dir jetzt nichts, wenn ich sage, bei uns direkt in der, da ist. Vielleicht mal bei irgendwelchen, aber wahrscheinlich, auf die Idee bist du wahrscheinlich auch gekommen. Es gibt ja immer diese Angler und Rudervereine und vielleicht sind ja irgendwo so kleine Häfen, wo die Leute auch ihre Bötchen haben. Das sind meistens gute Adressen, um nachzufragen. Aber wie ich sagte, da bist du wahrscheinlich schon selber drauf gekommen. Boah. Also, du hast keine Lust, mit 20 anderen eine Tour zu machen. Menschen!
Ja. Kann ich verstehen. Ja. Ich will nur ein Kanu und rumpaddeln. Kid, dann musst du es so machen wie. Mach doch Pelzi auch. Das kann doch kein Problem sein. Ja. Na gut, Hamburg ist, was das angeht, ja mit den Fleets. Oh, da hinten ist was. Ist das ein Camp? Yay, neues Camp. Wunschbrunnen, deine Karte wurde aktualisiert. Ja, geil. Ja. Der besitzt aber sein eigenes Kanu. Ja, das ist... Kannst du dir holen von deinen Twitch-Millionen. Ja? Drücke X, um dir etwas zu wünschen. Ist doch bestimmt eine Falle. Bestimmt eine Abo-Falle. Aber wo Rognos sie gerade mit zu tun. Also die Apps, die ich benutze. Also, oder sagen wir so, für was benutze ich mein Smartphone? Also, ab und zu, um E-Mails zu checken, beziehungsweise dann kriege ich mit, ob was kommt. Ist auch jetzt immer ganz günstig. Könnte sein, dass da vielleicht, Achtung, Arbeit, ne? Okay. WhatsApp? Letztlich habe ich aber nicht viele. Und vor allen Dingen ist ganz wichtig, ich habe alle stumm geschaltet bei WhatsApp. Bis auf Petra und meinen Bruder. Weil da könnte immer mal was Wichtiges dabei sein. Da macht es dann auch Bing Bing. Aber das ist in Ordnung. So. Discord, das mag ich so von unterwegs. Also Discord benutze ich natürlich auch. Twitter, Twitch, nicht zum Gucken. Nur mal so und zum Schauen, wer da ist. Und das war's. Dann benutze ich die ARD Audiothek. Kannst du Sachen runterladen, ist sehr schön. Kannst du auch mit Radio hören, ist auch sehr schön. ZDF heute benutze ich. Also von Sachen regelmäßig. Wenn ich hier Wikipedia drauf habe, das ist ja jetzt keine App, die du jeden Tag benutzt, ne? So. Und das war's eigentlich. Dann benutze ich das noch als Notebook. Also als Notizbuch. Natürlich und die Einkaufs-Apps, wo Sachen im Angebot sind. Weil, ne? Man muss ja wissen, was jetzt beim Rede, EWK, Netto im Angebot ist, wenn du da einkaufen gehst. Das ist... Ich bin der Chefeinkäufer hier, insofern. Das muss sein. Und das war's. Das sind die Sachen, die ich regelmäßig benutze. Also sehr überschaubar alles. So. Erklärt, warum ich das Datenvolumen so gut wie nie auch brauche. Ja. Ja. Moabit, guten Tag, hallo. ein aufblasbares im Auge. Olla, ein Kanu, ein aufblasbares. Aber ich will mir das nicht holen. Wenn das nichts für mich ist und das ist erstmal aus, genau, das klingt vernünftig. Das ist so wie mir bei mir mit, ich würde ja ganz gerne mal mit dem Camper durch die Gegend fahren und alles mögliche. Braucht man ja auch nicht. Also A, hast du da mittlerweile Wartezeiten von, hast du nicht gesehen. Die kommen ja gar nicht mehr hinterher. Und man kann die sich ja auch mieten. Erstmal ausprobieren. Bevor man da, wenn du was Anständiges haben willst, das kostet ja auch ein bisschen was. Egal ob gebraucht oder nicht und ob man das bekommt. Dann muss es ja eigentlich auch mal benutzt werden. Naja, so, Wunschbrunnen, gell? Wünsch dir was? Ist bestimmt ein Trick. Drücke X, um dir was zu wünschen. Okay. Zeit, mir etwas zu wünschen. Wünsch dir bitte was Cooles. Ich wünschte, ich hätte ein schickes Auto. Nein, warte. Was soll ich damit? Hier gibt's eh keine Straßen. Wollte ich gerade einwenden. Ich wünschte, ich hätte mehr Münzen. Clever. Damit ich den Park besser instand halten kann. Ich wünschte, warte. Wie viele Wünsche habe ich? Oh Gott. Einen. Hat der Brunnen mir gerade geantwortet? Ja, hat er. Nein. Ach, süß. Was? Ist da jemand drin? Hallo? Plus 5 Münzen. Was ist gerade passiert? Hat das echt geklappt? Ja, scheinbar schon. Kann ich mir noch was? Ich habe dich reden gehört. Ich bin nicht verrückt. Komm schon. Ich weiß, dass du da bist. Naja, danke für den Wunsch. Ich werde die Münzen gut investieren. Wir brauchen auf jeden Fall einen Marktplatz. Laterne reparieren, natürlich. Alli hopp. Auch ein bisschen mehr drauf achten. Sachen hier. Reparieren, X zum Bauen. Am Wunschbrunnen. Dann erstmal ein Lagerfeuer. Klar, das Übliche. Alli hopp.
zack. Piu. Ein neuer Camper. Warte mal. Ich will erstmal auf die Karte gucken. Da sind wir jetzt. Und zwar hier. Karte. Am Wunschbrunnen. Na, so viele haben wir ja gar nicht mehr, die wir noch aufdecken müssen. Okay. Gott. Schauen wir mal. Uiuiui. Ich hole mir mal kurz ein Käffchen. Wie immer, ne? Könnt ihr euch auch Heiß-Kaltgetränk eurer Wahl holen. Und ja, dann machen wir ganz gemütlich weiter. In dem Sinne, bis gleich. Und dann weiter geht's. Sind wir wieder mit einem frischen Kaffee. Und muss mal gucken, wie wir das dann die nächsten Tage auch alles mal machen. Oh. Olle hat ja noch gar nicht World of Warships gespielt und gestreamt. Ist momentan, naja, du kriegst es ja auch mit. Es ist momentan alles so ein bisschen. Auf der einen Seite möchtest du eigentlich nur spielen, Schiffe versenken, aber es fängt gerade an, irgendwie so alles so anstrengend zu werden. Und das ist bis zu einem gewissen Grad ja manchmal interessant. Aber wenn es dann anfängt, irgendwie wirklich anstrengend zu werden, da bin ich dann, bin ich kein Riesenfreund von. Also, muss man auch mal gucken, wie man das dann alles wieder in geregelte Bahn kriegen. Nichtsdestotrotz wird's. Ich muss mal gucken, wie lange ich heute mache. Weil ein paar Sachen habe ich auch noch im Zettel. Könnte sein, dass wir. Ich will niemanden verscheuchen, ne? Wir machen so lange. Ich wechsle ja meine Meinung minütlich. Du kannst nachts in leeren Zelten schlafen. Ja, wenn hier ein leeres Zelt wäre. Und dann. Sonntag gibt es auf jeden Fall World of Warships, vielleicht sogar auch morgen, muss ich mal schauen. Weil es gibt auch tolle neue Inhalte. Das ist, glaube ich, immer so das, was immer so ein bisschen verloren geht oder vergessen wird. Einfach nur mal so spielen, Spaß haben und so. Und weiß ich nicht, ob das irgendwie gerade nur eine Phase ist. Aber die Leute stürzen sich, Entschuldigung, es geht gerade um World of Warships, für die Leute, die wissen wollen, von was redet der. Ja,
Da wird sich, glaube ich, manchmal zu sehr um Dinge gekümmert, die mit dem Spiel in dem Sinne, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so viel jetzt auch nichts zu tun haben. Also es ist manchmal eine schwierige Welt. Ja. Aber ich wollte hier mal schauen, ob wir das jetzt hier endlich mit diesen Kaufmann. Kaufe und verkaufe Ressourcen an jedem Marktplatz. 30 Münzen. 4 Holz, 5 Metall, 2 Stoff. Also das geht schon. Das fragen wir uns sowieso die ganze Zeit, Oberhorn. Ja, also I hope you know what I mean, ne? Das ist... Warum kostet der Eisstand so viel mehr als der Grillstand? Ja. Weil er größer und schöner ist. Ja. Aber beides bringt eine Münze. Naja. Und da war der Wunschbrunnen. Level 7, 2 Skillpunkte verdient. Dann würde ich doch mal vorschlagen. Ich nehme einfach mal Kaufmann. Kaufe und verkaufe Ressourcen an jedem Marktplatz. Bist du sicher? Ja. Dann können wir auch Baumeister. Athlet wäre nochmal interessant. Recyceln, Sternekoch. Eins nach dem anderen hier. Brauchen wir noch einen Schlafplatz? Baum und Tibi. Oh, da kann ich mich ja. Der andere, der Kollege schläft ja gerade. Der kriegt das ja gar nicht mit, wenn ich hier einen Tibi baue, ne? Da, erster. Schlafen. Zack. Voll gut. Ah, den habe ich voll reingelegt. Ah, guten Morgen, da. Schön geschlafen auf dem Boden. Du willst mit mir reden? Ich habe versucht, mir am Brunnen etwas zu wünschen. Tja, zu spät. Aber ist nichts passiert. Tja, ich habe Hunger. Gibt's was? Hier gibt's was zu essen. Da, hier. Soll ich es noch bringen, oder was? Und er möchte gerne noch einen Rastplatz. Da müssen wir eine Bank bauen. Bauen wir dann mal hier so hin. Ja. Ist eigentlich ganz putzig, das Spiel. Da. Ja, vor allem, ich habe mir ja gestern auch noch mal den offiziellen Livestream so ein bisschen angeschaut und es ist... Hätte ich gesagt, immer wieder dasselbe. Das sind immer so komische Momente, mit denen, wo ich mir dann immer überlege, auch ein bisschen. Ich sag jetzt mal lieber nix, sonst kriegen die Leute jetzt den falschen. Ein bisschen so wirklich. Warum tust du dir das manchmal an? Das ist, manchmal kannst du die Uhr nachstellen, dass immer zu gewissen... Warte mal, hier nach rechts. Die Frage ist nur, welches rechts? Wir sind bei der 7. Nehmen wir den hier, ne? Ich glaube, das müsste jetzt richtig sein. Ah. Ein neuer Camper am Mundsprung. Ja, bis zu einem gewissen Grad hast du ja recht, Ola, man kann ja, also, da jetzt auch nicht so, einsammeln, auch nicht immer so komplett die Augen vorverschließen. Die Frage ist halt, inwieweit man sich damit dann noch zusätzlich auseinandersetzt, beschäftigt oder sagt, nee, komm. Wen es interessiert, macht's aber ohne mich. Goldfeld, haben wir das eigentlich schon? Goldfeld haben wir schon, da können wir aber trotzdem mal wieder vorbeischauen. Warte mal.
Ja, am besten gar nicht. Oh, bist du... Drücke X zum Pusten. Was passiert dann einfach? Oh, kann man hier hoch? Ja. Da wären wir wahrscheinlich auch hier hochgekommen. Die Frage ist, ist das jetzt schlau oder nicht? Oh, hier ist eine Münze. Vielleicht waren wir hier noch gar nicht. Sieht. Vor allen Dingen. Warte mal, wir kommen da aber auch wieder hoch, ne? Nee. Sieht neu aus. Was ist das hier? Einigermaßen neu. Hier ist was kaputt. Reparieren, natürlich. Ja. Richtungen. Goldfeld, Pilgergipfel, Canyon. Okay. Haben wir den Canyon eigentlich schon? Karte, das ist der Wunschbrunnen. Okay, gucken wir mal. Pilgergipfel. Da waren wir auch noch nicht. Oder? Naja, ist halt so momentan, wie es ist. Und auch da, Fackel reparieren, ein Metall, machen wir. Wie hat mal ein alter hessischer Fußballphilosoph gesagt, Level geht weiter. Und auch da wird das vorbeigehen, glaube ich. Das ist... Oder andersrum. Mein Gott, jetzt... bin ich auch schon lang genug dabei, um... Der Weg ist versperrt. Wenn ich zum Schildkrötenfels gehe, dann zum alten Schloss. Ich habe den Rest ja auch noch nicht. Mal nach rechts gehen. Was haben wir hier? Einsammeln. Natürlich, alles mitnehmen. Metall ohne Ende. Was haben wir hier? Drücke X. Die Nummer 8 sind wir gerade. Ah, da kommen wir zurück zum Wunsch. Am Felsen. Und dann müssten wir vielleicht mal hier so rechts weg. Was haben wir hier? Oh. Natürlich alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Nichts verkommen lassen. Da unten ist ein Auto. Das ist neu, oder? So viel zum Thema, ich wünsche mir ein Auto. Hat es gerade gehupt? Ah, hupen! Drücke X zum Hupen. Bup. Ah. Bup. Sehr schön. Hupen! Es funktioniert. Sehr gut. Wie viel tragen wir jetzt eigentlich? Park in Stand, Versteck spielen. Den Brief müssen wir auch noch abliefern. Mal ein paar Sidequests machen, ne? Ich mag Hupen, Buddy Holle, moin. Wer hätte es gedacht? Das, was ich jetzt eigentlich machen wollte, habe ich wieder nicht getan. Es ist 260 von 300. Und... Oh, da oben? Mal schauen hier. Ja! Da, Die Pilze nehme ich dann nicht mit. Bringt das... Ne, das bringt ja eigentlich nichts. Das ist nur für die Pilze da oben. Da unten ist der Wunschbrunnen. Aber hier kommen wir... Oh, vielleicht kommen wir hier weiter. Was war da? Ne, es war nur ein Fass. Die Schatzkarte müssen wir auch nochmal irgendwann erledigen. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Drücke X. Nummer 8.
jetzt sind wir doch trotzdem hier einmal rum. Ich will da mal nach links irgendwie weg. Und hier irgendwie mal zusehen, dass wir... Sind wir da bei 8, nördlich da im Canyon, dann irgendwie hier mal rechts hochkommen. Das wird ja wohl möglich sein. Herr Piepmatz. Was war das? Ja, es funktioniert aber trotzdem nicht, ne? Jetzt sind wir... Na, wir gucken mal, ob das so funktioniert. Naja, und ansonsten, so wegen Spiele oder so, die nächste Zeit, wie gesagt, vielleicht mal morgen, sogar morgen und übermorgen World of Warships, wenn ich Bock habe. Aber da will ich noch nichts versprechen. Weil ansonsten müsste ich mir für morgen noch mal was raussuchen, was so für einen Tag reicht, wo man, oder so ein Spiel, wo man sagt, hey, einmal reingucken, das würde reichen. Das hängt ein bisschen davon ab, ob ich sowas gerade noch finde. Worauf ich dann morgen auch Lust habe. Da müssen wir mal kicken. Hui. Hier war auch ein Reparaturzeichen. Ne? Hier ist der Leuchtturm. Hier gibt es Stoff. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Münzen. Leuchtturmbucht. Ich glaube, hier sollten wir mal langsam anfangen, auch ein bisschen mehr auszu... Ja, alles gut. Lagerfeuer, Aliop. So, dann brauchen wir noch etwas zum Chillen. Nehmen wir wieder eine Bank, ne? Ihre Beine ausruhen können. Das machen wir dahin. Einmal drehen. Hui. Ja. Minus 2 Holz. Hier wäre ein Marktplatz günstig, oder? Wenn ich den bauen könnte. Wir brauchen allerdings auch noch 5 Münzen. 5 Münzen. 4 Holz, 5 Metall, 2 Stoff. Das sieht gut aus. Kann ich mit dir reden? Ja, bestimmt, gell? Okay. So, und jetzt mal schauen, ob wir von hier irgendwie... Kommst du aber nirgendwo hoch. Dass wir da mal irgendwie in den Süden kommen. Zelt bauen, ja, ne? Ja. Dann brauchen wir was für die Party People. Einmal eine Aktivität. Nehmen wir wieder das Radio. Wieder die gute laute Mucke. Ich würde es gern hier ins Eck. So, haben wir auch gebaut. Und dann zweimal Dekoration. Wir haben viele Pilze und Metall. Was kostet denn hier Pilze? Münzen, Pilze, Holz? Pilze, Metall, Holz. Bauen wir halt 2 Fackeln. Einmal hier. Achso, mit dir kann ich... Nee, du bist neu. Ey, Brillenschlange, ey. Kennen wir uns? Hi. Nicht, dass ich wüsste. Das ist komisch, du kommst mir super bekannt vor.
Vielleicht in einem früheren Leben. Wahrscheinlich. So, dann bauen wir noch eine Deko. Palme. Zwei, noch eine Fackel. Warum eine Fackel? Pilze verbraucht, aber nun gut. Hier ist aber schön viel Platz bei dem Areal hier. Hier könnte man dann später vielleicht mal so eine Blockhütte oder sowas bauen. Das wäre schön. So direkt unterm Baum. Errungenschaft freigeschafft. Camper Starling. Ja, schön. Gut. Kommt gleich ein neuer. Drücke X zum Reden. Oh, willst du ein Quiz spielen? Oh, mit dir haben wir noch gar nicht geredet. Natürlich. Wenn du richtig antwortest, bekommst du 10 Münzen. Ja, geil. Aber wenn du falsch liegst, verlierst du 10 Münzen. Wollen wir anfangen? Wie schwierig wird es jetzt? Komm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder? Ich habe ja auch den besten Chat der Welt. Ihr helft mir. Sehr gut, lass uns mit einer einfachen anfangen. In diesem Park wächst eine seltene Blume. Wo wächst sie? Oh, ich habe abgebrochen. Oh, du kannst abbrechen. Im Park wächst eine seltene Blume? Weiß ich nicht. Aber wir konnten raus. Ich hätte aber gerne Geld. Weil hier könnte ich so einen Marktplatz mal bauen. Beziehungsweise mal gucken. Kommen wir da oben? Ist das? Da ist die 19. Ich frage mich, wie wir da rankommen. Wahrscheinlich muss man ganz außen rum. Tabbel, 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 tabbel. Ja, da gehen wir jetzt hier lang, dann kommen wir da hinten wieder raus. Hier gibt es Metall, glaube ich. Ja. Mal hochspringen. Oh, Holz unbedingt mitnehmen. Ja, ansonsten bin ich so der Meinung, Spiel gesehen. Also es ist putzig, es ist süß. Wenn man so ein bisschen entspannen möchte, warum nicht? Aber wir fahren jetzt so 3 Stunden. Ich glaube, ich würde es jetzt bei dem Spiel also hiermit erstmal bewenden lassen. Das werde ich dann wohl nicht zu Ende spielen. Also nicht im Stream. Weil so putzig und süß das hier alles ist. Wo ist das, der Schatz? Leider nein. Naja, man kann jetzt eben noch die ganzen Camps ausbauen und das und jenes machen. Ich trage zu viel. Na, Mahlzeit. Sind wir direkt da oben. Ja. Ups. Aber ich glaube, so große spannende Momente werden jetzt nicht noch passieren. Das hat das Spiel ja auch gar nicht vor oder auch nicht beabsichtigt. Das ist vielleicht der Schatz, von dem mal die Rede war. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Was? 94! Wir sind reich! Okay, gut. Aber jetzt wird's easy. Da baust du einen Marktplatz. Bupp. Das heißt easy, so wie ich mir das jetzt vorstelle. Mal gucken. Also, wir haben Marktplatz.
Den bauen wir mal hier hin. Oh, oder da. Hier so. Alle hopp, ein bisschen drehen. X zum Bearbeiten. So. Platzieren, jetzt kann ich handeln. Ah, okay, gut. Kannst du Holz, Metallstoffe, kannst du kaufen, verkaufen. Das ist geil. Ja. Also das ist es halt. Du verkaufst halt dein Essen, dann hast du die Münzen. Dann bist du auch nicht mehr darauf angewiesen, andere Sachen aufzunehmen. Und dann machst du es hier, ja? Gibt es da eigentlich ein Ziel? Ja, alle Quests machen, ne? Also, also ich bin ja jetzt noch... da sind noch ein paar Gebiete, die ich ja noch erkunden muss. Dann kannst du da noch ein bisschen aufbauen. Dann kommen mehr Leute. Dann hast du vielleicht noch die eine oder andere Quest. Ne? Und dann die Materialien sammeln, die es hier halt gibt. Und mit denen dann auch noch die Gegenstände reparieren und ein paar Sachen entdecken und finden. Ne? Hörnchen, was? Hörnchen, bin ich geklaut. Leben am Limit. Ja, dann musst du aber schneller rennen, nur. Ja. Und Notiz von der die Gondel reparieren und sowas. Also, da gibt es noch ein bisschen was zu tun und zu entdecken. Aber ist ein putziges, nettes Spiel. Das, glaube ich, hat einer alleine komplett gemacht. Kostet irgendwie so 7, 8 Euro bei Steam. Nett, putzig, lustig. Und für meinen Gemütszustand heute genau das richtige Spiel. Ja. Ich habe auch kurz überlegt, so nach dem Motto, könntest ja vielleicht auch wieder bei Chernobyl Light oder so reingucken für heute Morgen. Aber das wäre mir dann wieder zu anstrengend gewesen. Ich brauchte mal sowas für heute einfach nur chillen. Eventuell kommen wir dann an gewisse Bereiche auch erst ran, wenn wir gelevelt sind. Oh, reparieren? Fackel, natürlich reparieren. Zack. Ist ein witziger Stil, ne? Ja, ich find's. Und das Schöne ist, also es ist halt mit Controller. Du kannst natürlich auch mit Maus und Tastatur spielen. Mit WASD. Aber das ist so ein Spiel, was absolut für einen Controller gemacht ist. Und warum ich jeden immer empfehle, holt euch irgendwann mal einen Controller. Wenn man irgendwann mal auf so ein Spiel trifft, weil... hier ist ja jetzt nichts mit großartig. Ah, ich brauche aber Aim und so, ne? Das ist ja auch von der Tastatur etwas, oder von den Tasten und den Möglichkeiten überschaubar. Wir sind jetzt bei der 10. Sind wir da. Wenn ich da wieder langlaufe, drehen wir uns im Kreis. Das ist nicht gut. Müssen wir nochmal hier lang. Vielleicht nochmal ein Camp entdecken. Muss ich vielleicht hier über die Brücke? Oh, warte mal, wir sind's. Ah, warte, nee, da ist. Ah, hier ist ja das andere Camp. Und wie geht's? Alles gut? Alles Töfte? Sehr gut. Apropos Chernobyl Light, was macht man da eigentlich? Grafisch sieht's Bombe aus. Worum es da geht? Um Gottes Willen. Story, du bist. Das ist eine Mischung aus. Also du, das Hauptbestandteil des Spiels ist, dass du eine Aufgabe annimmst und dann bist du auf einer Karte und dort kannst du dann gewisse Sachen sammeln, Nahrung, Gegenstände, die du dann brauchst, später. Musst relativ viel schleichen. Da wird dann auch die Story weitererzählt in diesen Gebieten und dann hast du immer so einen Tag Zeit und dann wird das simuliert. Und dann gehst du irgendwann nach Hause. Und dann hast du dort eine Mischung aus, dass du dann deine Basis aufbaust mit den Sachen, die du vorher gefunden hast, um bessere Sachen herzustellen. Und am nächsten Tag nimmst du selber eine Mission an und teilst auch die Leute ein, mit denen du abhängst, die du rekrutierst. Und die sammeln ja auch Sachen ein, da musst du deren Bedürfnisse auch noch befriedigen und so weiter und so fort.
aber es ist von Sammle Münzen, wir sind reich. Es ist vom, ja, das war's, ne? Also, aber es ist ein, es ist so eine Mischung aus, wie heißt dieses eine Stalker und wie das alles heißt, X und so weiter. Kann man ja selber planschen? Nee, ne? Naja. Also das, ich würde es ganz gerne noch mal spielen. Kommen wir da rüber eigentlich? Insofern wie immer, ne? Bei gewissen Spielen einfach mal zugucken, wenn das jemand streamt. Und einfach mal auf sich wirken lassen. Was ich an dem Spiel mochte, war, dass es sehr ein bisschen stealth-lastiger ist. So was finde ich einfach ganz angenehm. Oh, warte mal, kommen wir hier hoch? Warte mal, ist das der Weg? Is this a way up? Is this a way up to the... Ah, Jump and Run, das ist genau mein Ding hier. Da unten ist eine Münze, da will ich aber nicht... Wegen einer Münze jump ich da nicht runter. Ist ja lebensgefährlich. Stoff, Metall. Kommt man... Wo sind wir jetzt eigentlich? Sind wir hier auf der Ecke hier? Kommt man... Ah. Nee, da geht's aber in dem Sinne auch nicht weiter. Da kommst du nach oben, kannst ein bisschen was mitnehmen. Aber erst mal dieses Hellrich zu Ende schauen. Ja, ja. Oh. Was passiert? Komm mal, Kraft, danke für den Haus. Kommen Sie rein. Hier gibt's. Kleiner Moment, hier knuddeliges. Ich muss wieder gucken. Haven Park. Sind schon fleißig unterwegs. Möchte niemanden abschrecken, aber es ist ein gemütliches kleines Spielchen. Kommen wir hier hoch. Was ich heute eigentlich nicht zu Ende spielen werde. Ja. Und guten Morgen, moin. Oh, warte mal, waren wir hier schon mal? Das sieht neu aus. Oh, haben wir ein neues Gebiet entdeckt? Bei der Mühle waren wir noch nicht. If I'm not mistaken. Um die Laterne zu reparieren, natürlich, wir reparieren hier alles. Dann drücke X. Wir sind bei der Nummer 11. Das heißt, wir müssten da irgendwie so halb rechts sein auf der Karte. Finden wir hier ein neues... Ein neues Camp, verlassene Mühle. Sehr gut. Jo, von hier können wir dann auch runtergehen. Ach, und dann musst du wahrscheinlich von hier. Warte mal, ich markiere es mal. Moment. Wo sind wir? Hm. Da sind wir ja, ne? Und von dort kannst du wahrscheinlich einen runter und dann nach links und dann auch nach oben dir die anderen Gebiete erkunden. Hm. Noch 500 Punkte bis zum nächsten Witz. Ah, gut einteilen. Ah, ich habe eine neue Idee übrigens, was wir mit Kanalpunkten machen. Ach, auch da wieder. Es ist immer so schrecklich. Es gibt immer so viele Sachen, die ich gerne machen möchte, umsetzen will. Und... Ach, es... man muss sich dann auch immer die Zeit dafür nehmen. Das ist immer das Schlimme. Also nicht, dass das jetzt schlimm ist, aber es sind immer so Kleinigkeiten, die, wenn man die für sich einzeln betrachtet, nie viel Zeit und Arbeit in Anspruch nehmen. Aber es summiert sich halt. Ah. Bin jetzt wenigstens froh, dass wir das mit den Emotes einigermaßen gut auf Trab haben. Da sind wir ja ganz gut durch. Und dann müsste ich eigentlich mal wieder so, ja, eigentlich mal wieder so einen halben Tag an den Kanalpunkten arbeiten. Vielleicht ein bisschen Layout. Dann Kaffeepause, genau, da habe ich diese Animation ja auch vom Schweden bekommen. Das war ja auch total nett und lieb. Das wollte ich auch mal einbinden. Ah, da macht man hier ein bisschen, da ein bisschen und dann plötzlich bist du auch mal 3 Stunden beschäftigt. Ja.
Wofür einteilen? Naja, mal gucken, vielleicht kommt es ja was anderes. Und da könnte ich mir auch mal wieder was überlegen. Mit, sag schon, wieder mit so einer Community-Aufgabe. Das hatten wir ja mal gehabt, oder ich hatte es ja einmal gemacht für, was war das, 1 Million insgesamt mit Kanalpunkten? Und dann mit einem Horror-Stream. Da würde ich, da bräuchte ich auch mal wieder eine Idee. Möchte da aber auch was Normales machen. Also jedes Mal nur sagen, dann so ein Horror-Stream ist langweilig. Sowas wie 12-Stunden-Stream, es wird euch wahrscheinlich interessieren, so als Community-Aufgabe. Aber 12-Stunden-Stream, ich mache sowas ungern geplant. Wenn es sich ergibt, ja, gerne. Aber nicht so nach dem Motto, oh, ich muss. Das ist immer so ein bisschen... Naja, und das sind alles so Dinge, ihr merkt's. Da kommst du von Höckchen zu Stöckchen und dies und jenes. Und da muss man sich ab und zu... Naja, was heißt... Quälen ist das falsche Wort, aber man muss sich einfach mal bewusst die Entscheidung treffen. Ich setze mich jetzt hin und mach was. Wieso, danke für den Resub. Vielen lieben Dank für den Sub. Das wird zum Vorbereiten. Emotes, danke. Vielen lieben Dank, da sind sie, die Flauschebärchen. Gibt ja auch neue. Und das kannst du auch am nächsten Tag was vornehmen. Ja, genau. Und es ist ja immer ein, und auch als Streamer, es ist immer einfacher, das glaubt man nicht, es ist immer einfacher, den Stream anzumachen. Und in Anführungszeichen nur zu streamen. Ja? Das ist immer die, sagen wir mal, gerade wenn du so ein Hauptspiel hast wie World of Warcraft, ja, lieber schnell, oh, machst du an, streamst du, spielst du, klack, 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 ne? Aber dann zu sagen, nee, komm, da mal E-Mails, die Webseite gucken, da mal nachfragen, da gibt's was Tolles, das ausprobieren und so weiter und so fort, ja? Da muss man sich eben... Das klingt dann so nach Arbeit und dann sagt man lieber, ah, nee, komm, machst du lieber den Stream an. Ja, und dann ist es ein bisschen rum. Ja. Also muss man sich einfach nur die bewusste Entscheidung treffen, so nach dem Motto, nee, komm. Wenn es denn auch mal passt, dass man sagt, nee, komm, dann machst du mal was. Ja. Sachen erledigen ist halt ätzend. Ja, genau. Sachen, ja, das ist so. So kann man es formulieren. Ja. Sachen erledigen ist halt ätzend. Ja. Oh, verlassene Mühle. Warte mal, da müssen wir noch ein bisschen basteln. Aber cool, ja. Ah, von der verlassenen Mühle kommen wir dann da runter und so weiter und so fort. Ja, sehr schön. Das ist so, ich habe, glaube ich, auch letztes Mal diesen Rutewitz gepostet, glaube ich, auch bei eurem Discord, so, wo der Mann so vor dem Fernseher sitzt und so. Und dann die Frau nur meint, oh, das Badezimmer ist ja blitzeblank sauber. Und er dann nur so die Arme verschränkt und rundet, die Steuererklärung mache ich morgen. Ne? Also, frei nach dem Motto, bevor ich dann das mache, putze ich lieber noch das Bad. Und manchmal ist es auch so, müsste man eigentlich mal, naja, aber das gehört dazu. Solange es nicht überhand nimmt mit der Liste und sind ja auch manchmal so positive Sachen, und einfach mal abwarten. Manchmal muss man Sachen auch liegen lassen und dann hast du mal so plötzlich so richtig Bock wieder, keine Ahnung, dich um E-Mail zu kümmern oder um andere Dinge und dann läuft das schon von alleine. Ah, das geht schon. Solange man immer noch weiß, dass man... Was man spielen möchte und welchen Inhalt und welches Konzept so der Kanal hat, ist erstmal alles gut. Ja. Dutzend unausgepackte Kartons. Oh, apropos. Ah, bei uns ist auch schlimm. Wir haben uns letztes Jahr 2 neue Lampen geholt. Die müssten mal angeschlossen werden. Ja. Wäre mal gut. Aber warum machen? Ja. Stimmt. Aber Sachen kaputt machen ist toll. Ja. Das stimmt. Naja. So, hier geht's. Hier ist die Brücke. Der hat so gut geschlafen. Können wir eigentlich... Warte mal, es ist... wenn wir... Na, gut geschlafen, der Herr. Können wir eigentlich mal so einen Sonnenschirm... Was zählt das? Der Sonnenschirm ist ein Rastplatz, ne? Immer so. Legen die sich dann auch drunter oder was passiert dann? Du könntest ja mal ausprobieren. Hier, Sonnenschirm. Da unten. Ah. Ich wollte so vieles in diesem Urlaub erledigen.
Zumal bei mir kommt ja auch noch hinzu, dass ich tagsüber ja streame, meistens. Ihr kennt das ja. Und das ist dann schon so, dass man, je weiter der Tag fortgeschritten ist, umso, in Anführungszeichen, platter wird man ja für sowas. Also bei mir ist es so, ich bin immer am produktivsten morgens. Das war dann ja auch immer so der Grundgedanke, nein, nicht der Grundgedanke, da habe ich immer andere Sachen hingelegt. Wenn man dann mal einen bewussten freien Tag nimmt, aber wenn du dich dann mal so um sieben hinsetzt und dann sagst, so, heute gehe ich mal die Liste durch. Das ist Wahnsinn, was du dann bis 10 Uhr, so von 7 bis 10 oder bis 11 erledigt kriegst, Wahnsinn. Ja. Da kriege ich noch nicht mal die Hälfte oder ein Drittel davon weg, wenn ich das am Abend mache. Da ist man dann immer so, ein bisschen Ablenkung hier, ach guck mal, streamt gerade, mal vorbeischauen. Auch das ist immer so etwas, wenn du so am Stream bastelst, so, da war ich auch nicht mehr beim Discord, könnte man auch mal wieder vorbeischauen. Oh, da hat jemand was geschrieben, da könnte man ja was drauf antworten. Und dann so plitsche, platsche, ist dann die Zeit weg und dann sitzt du da, scheiße, ja, nix geschafft. Es ist. It's a hard life. So, den Grill hätte ich gern hier irgendwo. Komm. Ich hätte ihn ungern so am Abgrund. Ich hab Hunger. Ich baue doch schon den Grill. Halten Sie. Hold your horses. You get the grill sofort. So. Zack. Einmal drehen. Upsi. Und zack. So, es ist angerichtet. Ja, ich hätte nicht geschafft. Aha. Wie, es gibt nichts zu essen. Doch, Olla Hesse. Hier, jetzt hier ist am Grill. Da, hier, da. Was hat er gerade gesagt? Es gibt nichts zu. Hi. Gefällt's dir hier? Ja, ich liebe diesen Park. Besonders die Mythen und Legenden. Vor ein paar Tagen hat mir ein Freund eine Geschichte über ein Juwel in einem Turm erzählt. Das ist bestimmt der Schwarze Turm. Glaubst du, ist es echt? Ich frage mich, ob schon jemand gefunden hat. Oh, es gibt ein Juwel. Eddie ist das. Eddie Spaghetti. Den kennen nur die ganz alten Leute. Na also. Danke, das Wechselgeld ist für dich. Das ist aber lieb. So, gleich mal hier die Münze einsammeln. Also Kohle hast du jetzt ohne Ende. 113. Wenn du die Leute erstmal hier an die Futterkrippe rankriegst, dann ist alles, das ist ein Selbstläufer. Könnten wir hier weiterbauen und dann kannst du dir ja die ganzen, brauchst ja hier so eine einzelne Münze, brauchst ja gar nicht mehr nachlaufen. Ne? Baust du die Essensstände hin? Ah. Und dann ab und zu mal vorbei. Hier sind die Pilze. Man könnte auch hier runter. Man könnte auch abkürzen. Bisschen schwimmen. Ja, Morgendusche. All mein Geld für Essen, richtig. Zeit zu gehen, die Zeit zu gehen. Okay, gut. Also das Spiel ist knuffig, lustig. Ich hab's ja schon mal gesagt. Wenn ihr auf sowas steht, erwartet nicht zu viel. Ihr habt's ja gesehen, was hier ungefähr stattfindet. Glaube auch, wenn man jetzt hier auf die Karte guckt und was noch alles da ist. Ja, vielleicht so 4 Stunden oder so. Ohne Stream bist du durch. Na, also, damit man weiß, worum es hier, wenn man es einsortieren kann. Aber es ist ein schönes Feel-Good-Spiel. Goldfeld, Schildkrötenfelsen. So Schildkrötenfelsen, da müssen wir echt mal. Stimmt, muss ich da mal runter. Weil das war doch immer der. Hier ist die Bar. Ja, und hier kommen wir nicht lang, ne? Wir müssen irgendwie mal die Gondel reparieren. Aber wie? How to? Irgendwie nach da oben. Aber wie kommt man da hin? Hier ist die Gondel. Bei euch, bei uns? Weiß ich glaube nicht. Das ist immer so der Vorteil hier im Norden.
Wenn es immer heißt, so, ha, norddeutsches Schmuddelwetter. Ja, okay. Frag mal gerade mal die Türken, die Griechen oder die Sizilianer oder die Algerier, was die von norddeutschen Schmuddelwetter, das fänden die wahrscheinlich geil, wenn sie es hätten. Ja? Und das Schöne, wenn du an der Küste bist, klar, je mehr du am, oder je mehr, eher oder näher du am Meer bist, hast du immer mehr Luftaustausch, weil Erde und Wasser die Wärme anders speichern und hast du Wärmeunterschiede und Wärmeunterschiede sind Luftaustausch. Wissen wir ja alle, wir haben ja alle brav aufgepasst. Und da geht meistens immer ein bisschen Luft hier, das ist sehr angenehm. Plus, es wird im Sommer selten, wir haben es manchmal auch ein bisschen drückend, aber nicht so, ich kenne es ja noch aus dem Rhein-Main-Gebiet, Wiesbaden, und ich kenne es auch noch aus, als ich in Westfalen war und da studiert habe. Also da war dann, bupp, wenn es da mal steht, unerträglich. Das hast du hier eher selten. Und ich mag es eben auch, dass ich brauche keine Riesenhitze. Ja, so 25, 26 Grad, was haben wir jetzt aufs Handy gucken? T-Shirt-Wärme reicht mir, wir haben 23 Grad, Sonne scheint, ist in Ordnung. Und im Winter wird es auch nicht so kalt. Also immer etwas gemäßigter von den Temperaturen. Ach, hier kommen wir lang. Ich würde gerne hier irgendwie mal hoch. Insofern, was das angeht, bin ich sehr zufrieden. Kommt man hier hoch? Ja. Du sollst hüpfen, du Vogel. Ah, kommen wir noch nicht hoch. Und da, jetzt müssten wir eigentlich da oben mal hoch hier irgendwie, ja. Gefühlt 5 Grad kälter auf der Straße. Da ist auch ein Weg. Warte mal, mal gucken. Wenn wir da jetzt hochkämen. Oh, da müsste es doch funktionieren. Ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg. Das sieht aber gut aus, oder? Tabbel. Es wäre auch einfacher, wenn er richtig fliegen könnte, ne? Die kleine Piepmatz. Aber, uiuiui, X zum Einsammeln. Wieso einsammeln? Da müssen wir doch rüber. Springen ist X. Nee, ah. Na, mal gucken. Kamera, danke. Eine Münze. Siehst du, wie geil ist das denn? Wir haben es geschafft, X zum Einsammeln. Quest abgeschlossen, reparier die Gondel, wir sind. Ja, geil. Bupp. So, jetzt auf jeden Fall noch mal eine Gondelfahrt. Nächster Halt, Berggipfel. Da. Hoffentlich, Mary erkennt dich gleich wieder. Wieso, was hast du denn angestellt? Tauwetter. So, und hier können wir aussteigen. Ja, geil. Ich mag das. Ich finde das Spiel lustig. Schön. Schild reparieren. Zack, natürlich. Wir sind hier oben auf dem Berg. Und hier wird es doch bestimmt auch... Dafür, dass ich schon vor einer halben Stunde gesagt habe, oh, mal gucken, wie weit ich das noch spiele. Ich will erstmal hier wieder schauen. Ich glaube, hier ist nichts, ne? X zum Pusten. Ha! Nicht stolpern. Okay, das kann man hier vielleicht noch lang. Aber ich glaube, in den meisten Fällen ist es am besten, den Weg zu folgen. Folge dem Weg, junger Padawan. Ja. Das ist, glaube ich, schon alles so designt, dass das so passt. Na, komm. Ach stimmt, ich habe auch noch so einen, fällt mir wieder ein, Controller. Wir, irgendwas mit Ember. Spielst du so einen Wolf oder unterschiedliche Tiere? Das ist auch etwas, was ich mal spielen wollte. Wo ich gerade dabei war, über Controller und Spiele nachzudenken. Na? Also hier ist auf jeden Fall neu. Pilze mitnehmen. Reparieren. Kann man da hoch? Ja, ich glaube, als nächstes entweder die Athletik erhöhen.
Oh, guck mal hier, du. Zwei Metall machen wir auch. Oder die Tragkapazität. Das ist ja beides, was er kann. 14. Wir sind bei der 14, aber die haben wir noch nicht hier eingetragen. Oh! Drücke X. Oh! Oh! Lass mich raten. Die Brücke ist kaputt. Ja. Da muss ich sie wohl reparieren. Ich brauche etwas Holz und ein Seil. Repariere die Seilbrücke. Okay. Drücke X. Nicht genügend Ressourcen. Was sagt er denn, was ich dafür brauche? Er hat gesagt, ein Seil. Brauche ich das separat? Suche Holz und einmal Seil. Das ist dann was fürs Inventar, ne? Haben wir hier mal ein Camp, damit die Karte auch mal aufgedeckt wird und hier... Tabbel. Jetzt gehen wir hier die ganze Zeit im Kreis. Ich würde gerne wissen, wo ich genau bin. Laterne reparieren. Machen wir. Ah, hier. Nein, doch nicht. Drücke zum Sammeln. Drücke zum Einschalten. Da brauchen wir wieder ein... Ein Vöglein in der Nacht. Ein... Wie heißen sie? Die Dinger, die leuchten und fliegen. Glühwürmchen. Genau. Und da sind wir, glaube ich, schon lang. Piu, piu. Errungenschaft freigeschaltet. Piu, Meister. Ah, okay. Gibt für alles was. Ja. Neues Camp. Genau, Schildkrötenfelsen. Da mussten wir hin. Ganz wichtig. Wer bist du? Oh, Oma, bist du's? Ah, hallo, Oma. Ja, da bist du ja. Ah, ich glaube, ich erinnere mich. Oh, schön. Der Park sieht langsam wirklich wieder gut aus. Du machst einen hervorragenden Job. Ah, Oma ist die Beste. Ah, es gibt noch so viel zu tun. Nimm einen Schritt nach dem anderen und alles wird gut werden. Alte Leute, sehr weise Worte. Ja. Was machst du als nächstes? Ich werde einen Spaziergang zur Kapelle. Aussicht ist überwältigend. Das ist doch ziemlich weit, oder? Keine Sorge. Wenn ich dort angekommen bin, werde ich mich lange und wohlverdient ausruhen. Ich treffe dich dort. Aber ich brauche noch ein bisschen Zeit. Na, ich hab's nicht eilig. Mach's gut, Flint. Ja, du auch, Oma. Ja, ja, ich bin Dialogschreiber. Ach, schön. Neue Quest, treffe Oma am Pilgerfelsen. Okay, gut. Na also. Hier erstmal Lagerfeuer. Ah, das Spiel gibt nicht so viel her. Ich höre gleich auf. Spiel. Ja. Gibt's auch. Piu, piu, piu. So, Oma ist noch hier. Ist das ein Seil? Ein Seil, wir können die Brücke reparieren. Was ist, steht auf dem Schild drauf, um das Schild zu lesen? Schildkrötenfelsen, sehr gut. Schön, dass du auch auf Deutsch bist. Ja, bei sowas ist glaube ich, sogar ein Deutscher, der das gemacht hat. Das ist jetzt aber, Achtung, gesundes Halbwissen. Oder gefährliches Halbwissen bei mir. Ich glaube, einer hat das programmiert und gemacht. Und ich finde sowas immer schön. Wenn man auch da vielleicht mal jemanden auch mal unterstützen kann. Müssen nicht immer AAA-Titel sein. Ihr kennt da ja meine Einstellung zu. Bin ich jetzt hier richtig? Oder laufe ich jetzt falsch? Ich glaube, ich laufe hier falsch, ne? Oder? Nee, ist sogar richtig. Ah! Piu, 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 piu. Altes Schloss. Holz. Brücke X. Yay! Seilbrücke repariert. Alles richtig.
War ich doch richtig, gell? Ja. Also das ist, es wäre doch so ganz schön, wenn man vielleicht einen Marker hätte, dass du auf der Karte weißt, wo du bist. Das wäre doch so ganz nett. Aber ansonsten ist es sehr knuffig. Und jetzt kommt natürlich wieder der Explorer, weil, man geht dann doch weiter, gell? Ja. Getroffene Camper. Den Tusch hast du dir verdient, Mick. Ja. Den hast du dir verdient. Ja. Ist ein brutales Shooter-Game. Getroffene Camper. Ja. Liegt der Rascher tot im Keller, war der Camper wieder schneller oder so. Aussicht auf Goldfeld. Okay. Danke, gerne. Gerne, gerne. Ich will ja nicht der Einzige sein, der hier immer schlechte Witze erzählt. Ja. Oh Gott. Ich glaube, das reicht, wenn man immer den Weg entlang geht. Piu, piu. 15. Das wird da auch angezeigt. Ne? Jetzt sieht man auch die Brücke relativ mittig in der Karte, wo links noch frei ist. Und dann... Genau, dann gehst du einmal so rum. Ja. Und vielleicht ist es dann ja schon vorbei. Ja? Dass man dann die Oma oben trifft. Und dann mal gucken. Ja. Glaube, Fussel, gut. Lieber schlechte Witze als schlechte Entscheidungen. Auch da... Ah, so jung werden wir nie wieder zusammenkommen. Ja, stating the obvious. Ja, das ist so. Ich glaube, kann das sein, dass das Ziel des Spiels ist, dann da oben dann Oma zu finden und dann hast du noch ein paar Quests nebenbei abgeschlossen. Eisblume. Ah, eine Eisblume. Die Eisblume, versuche alle zu finden und pflücke je eine, um sie jemandem Besonderen zu schenken. Oh. Finde 5 Eisblumen. Okay. Das war, glaube ich, diese Quizfrage bei der einen Dame, gell? Mit besonderer Blume. Ansonsten gehst du hier einfach den Weg entlang. Piu, piu. Hier sind wir bei 16. Hier ist aber kalt. Wohnt hier jemand? Den Brief. Du trägst zu viel. Bau etwas für ein Camp. Den Brief müssen wir auch noch abgeben, ja? Wegen Halbleitermangel. Wow. Jetzt ist Schluss mit schlechten Witzen. Das erinnert mich an die alte Geschichte. Als Römer gegen die Griechen gekämpft hatten also in der Antike, so zwei Nationen, Städte, Polis, Städte kämpfen gegeneinander. Die einen haben verloren und dann müssen sie als Reparationszahlung die Hälfte der Flotte, der Schiffe, dem Sieger geben. Und was haben sie natürlich gemacht? Weil, nein! Dann haben sie die Schiffe alle in der Hälfte durchgesägt. Könnt ihr euch aussuchen, welche ihr haben wollt. Ja, so. den ähnlichen Spaßwitz hatten sie, ähnlich dann bei Scapa Flow mal gemacht, die Deutschen, als sie gesagt haben, vorher versenken wir alles, bevor es der blöde Tommy bekommt. Und, ja. So viel zum Thema Halbleiter. Hier ist aber, warte mal, einsammeln, das ist nur Holz. Kommt ein Römer in die Bar, hält zwei Finger hoch, genau, ja. Da gibt es ja auch mit dem, das Bild, mit dem Papst, wo er so die zwei Finger, ne? Und dann so, zwei Bier, das ist eine römische 5, du Heide. Das ist auch sehr schön gemacht. Ja, das ist genau mein Humor. Ihr kennt das ja. Eine römische 5, du Heide. Da ist eine Eisblume. Trägst du viel? Einsammeln, sehr gut, eine Eisblume. Und tot. Ich wollte hier mal nach dem Rechten schauen. Guten Tag, hallo. Alles gut? Die ruhen sich aus, sehr schön.
Erstmal Geld abheben. So, habt ihr auch schon hier? 40. Sammelmünzen. Zack. Also, da kannst du bauen ohne Ende. Du musst ja überhaupt gar nichts mehr machen hier, du. Was müssen wir denn noch bauen hier? Rastplatz. Sonnenschirm. Ach, kommt noch mal eine Bank. Für die feinen Herrschaften hier. Wo wollt ihr die Bank hinhaben? Hier so direkt. Oh, hui. Ja, so, zack. Treffen sich zwei Kelten im Winter. Sagt der eine scheiß Kälte, sagt der andere selber scheiß Kälte. Oh. Das sind aber so Witze, die funktionieren nur schriftlich, gell? Das ist ein Witz, der funktioniert mündlich ein bisschen schwierig, ja? Ah. Naja, anyway, ihr Lieben. Ich bedanke mich jetzt, dass ihr da wart. Ich würde es dabei jetzt erstmal belassen. Also das war heute mal Haven Park angezockt. Schönes kleines Spielchen zum Entspannen, wie ich es heute bereits mehrfach erwähnt habe. Genau das Spiel, was ich für heute brauchte. Nichts Anstrengendes, nichts Shootern. Einfach so ein Feelgood-Spiel. Ein bisschen durch die Gegend, ein bisschen süß. So ein bisschen so dieser Nintendo-Flair, den man manchmal hat. Gibt es auch vegane Sandwiches? Klar. Gemüse vom Grill, selbstverständlich. Und ja. Dann will ich euch alle gar nicht mehr länger aufhalten. Und guck mal, wo ich euch gleich hinschicke. Ansonsten sucht euch immer den oder die Streamerin eures Vertrauens aus. Dann machen wir heute ein bisschen kürzer. Dann habe ich auch noch ein bisschen was vom Tag. Die berühmte... Oh, ich habe ja noch Dinge zu erledigen, Liste abarbeiten. Wir hatten ja vorhin drüber gesprochen. Aber wahrscheinlich wird mir irgendetwas einfallen, was ich lieber tue, als dann solche Dinge zu erledigen. In dem Sinne, morgen, sobald es funktioniert, auch wieder 9 Uhr einen Stream machen. Vielleicht gibt es World of Warships, vielleicht irgendwas anderes. Das ist ja noch ein bisschen Zeit hin, mache ich dann spontan. Ansonsten Sonntag, so zwischen 10 und 11, geht es wieder los mit World of Warships. Und danach eine neue Woche. Wo ich dann ab Freitag dann auch mal ein bisschen Freizeit habe. In dem Sinne. Schön, dass ihr da wart. Danke für die Follows. Danke für die Subs. Und ansonsten, wie immer nochmal der Hinweis, wenn was ist, Discord, wisst ihr Bescheid. Gebe ich immer bekannt, wenn irgendwas Wichtiges ansteht, da lege ich auch immer die Nachrichten, wenn die Live-Meldung. Ansonsten, wenn ihr Follower seid, kriegt ihr das ja auch so mit. Gut, in dem Sinne. Gibt gar nicht mehr so viel zu sagen. Oder? Ja, gut. Ist auch schon 20 vor 1. es ist immer so etwas, wo du da sitzt, dann guckst du auf die Uhr. Das ist dann auch so manchmal so, man ist es gar nicht mehr, man kriegt schon mittlerweile ein schlechtes Gewissen, wenn du nicht 4 Stunden streamst, ne? Das ist auch eigentlich eine Unart. Naja, egal. So, also, ich guck mal ein bisschen rum, wo wir hingehen, ne? Für den entspannten Stream, ja, danke, Olla. Das war ja genau das, die Woche ist auch... Danke zurück. Das ist einfach ich. Und aus dem Grund würde ich mich halt auch schwer tun, langfristige Pläne zu machen, was so ein Stream angeht. Klar, wenn ich ein Spiel gerade am Start habe, wie Assassin's Creed oder so, wo ich sage, hey, das Spiel will ich durchzocken und du hast da so ein längerfristiges Projekt, geil, ne? Aber ich möchte mir immer so eine gewisse Flexibilität offen halten. Hätte ja auch sein können, dass ich heute Morgen aufgestanden bin und sage, ah, ich bin heute voll aggressiv drauf, dacker, 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 dacker. Ich brauche irgendwie ein Shooter-Game, ne? Und das ist so immer so etwas, wo ich jetzt ja nicht weiß, nächsten Mittwoch, auf was habe ich denn da Lust? Ja, insofern hat das alles immer seine Für und Wider, hat auch alles seine Vor- und Nachteile, wie alles im Leben. Aber nun gut. Dann mal gucken. Wir könnten ja mal schnell... Jemanden aus der... Oh ja, genau. Da hoste ich... Mögt ihr Black Desert Online?
Also, den Kollegen hatte ich gestern. Ja. Ich schicke euch rüber zu Black Desert Online. Ich glaube, da gibt es auch irgendwas mit. Ah, da gibt's Twitch-Drops, oder? Ah, Gott. Ist ein lieber netter Kollege. Schicke ich euch mal rüber. Hat auch einen lustigen Namen. Sven der Hirsch. Ja. Und in dem Sinne. Grüßen schön. Vielleicht ist ja Black Desert Online auch was für euch. Oder kennt ihr, spielt ihr, habt ihr mal gespielt, wollt ihr spielen. Da könnt ihr da mal ein bisschen reinkicken, wa? In dem Sinne, grüßt ihn. Hashtag CoffeeWait. Und wenn ihr woanders hin wollt, wie immer, ihr werdet schon eure Ecke finden. Auf der ganzen Twitch-Welt-Universum. In dem Sinne. Flauschebär verabschiedet sich. Und in dem Sinne nochmal alles Liebe, alles Gute. CoffeeWait, tschüss. Und danke fürs Einschalten. Danke. Findet eure Ecke auf dem Erdball. Du weißt genau, wie das gemeint ist. Dein Name kommt auf meine Liste. Ein Duell gehabt. Und das war auf dem Dingens-Server. Ach was. Bitte einmal einen fetten Shoutout für Helrik. Helrik. Einen wunderschönen guten Tag.